Zwams. Schlecht würfeln, aber mit Stil. Folge 34. Und am anderen Ende sitzt, wie eigentlich fast immer, der Juri. Ja, hi. Und am anderen Ende der Leitung der Micha, wie auch fast immer, oder? Ich glaube sogar bei mir ist es ein immer, weil wir haben bisher genau eine Folge, wo ich alleine bin. Das ist richtig. Ich wollte gerade sagen, eigentlich wollte ich eben schon einwenden, eigentlich bin ich auch immer da. Aber irgendwie einmal nicht. Na, genau, gut. Wir haben eine Kinderspielfolge, die habe ich zwischendurch, weil es terminlich gar nicht ging, alleine aufgenommen. Na gut. Ist ja auch nicht so schlimm. Nee, überhaupt nicht, ehrlicherweise. Ja. Da habe ich auch nicht so viel beizutragen, so viel sinnvolles Kram. Also von da aus. Ja. Passt schon. Ja, ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Ja, ich auch. Ich weiß genau, was du gewürfelt hast. Eine 3, eine 6, eine 1 und eine 4. Aber du weißt nicht, was ich für dich würfel. Wenn das mal stimmen würde, aber da liegst du falsch. Der Würfelteller war heute so leise. Ich habe tatsächlich keinen Rand getroffen. Ja. Oh. Ich habe gerade tatsächlich schon gewürfelt, aber es ist wirklich so perfekt auf diese Filzmatte gefallen. Unglaublich. Dass du die Würfel quasi so hinlegen konntest, wie sie gefällt. Nein, sie sind aus meiner Hand gefallen und sie haben sie auch gedreht und alles. Demnächst mit Video dann als Beweis. Aber du rätst es sowieso nicht. Nee, ist richtig. Aber ich glaube, dass heute eine sehr niedrige Zahl am Start ist. Und zwar, ich glaube, 34 ist natürlich... Oh, wir haben schon 34 Folgen. Das ist echt krass. Okay. Nee, diesmal sind es ganze 7 Punkte. Ich glaube, es ist eine 3, eine 2, eine 1 und noch eine 1. Was? Eine 2, eine 3, eine 1 und noch eine 1. Ja, muss auf 7 kommen. Das sind ganze 7 Punkte. Das ist ja, weißt du, das ist höchst unwahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, man muss mehrmals so die Randgruppen sich angucken. Die 3 ist richtig. Ja, gut. Die 1 ist nicht richtig. Die andere 1 ist auch nicht richtig. Und die 2 ist auch nicht richtig. Ach, warum würfelst du denn immer so hoch? Du hast einen Treffer. Die Differenz ist 12. Meine Güte. Wir haben eine 3, eine 5, eine 5 und eine 6. Meine Güte. Okay, habe ich genau andersrum getippt. Ich hätte gedacht, wir machen heute mal was Niedriges, weil es selten ist. Aber wenn ich jetzt nochmal würfel, kommt eine 6, eine 6, eine 4 und eine 1. Du merkst schon, mit niedrig. Heute hast du High Level irgendwie, ne? Hm. Na, an die 7 kommen wir hier gar nicht nah dran gerade. Nee. Ja, ist ja auch eher was selten. Ja, gut, ist okay. Ich habe mir gedacht, ich versuch's mal in eine andere Richtung, weil darauf, wenn sie nämlich gekommen wäre, hätte ich niemals getippt. Tja, aber jetzt habe ich 2x 19 hintereinander gewürfelt. Auch nicht schlecht. Stark. Na gut, dann war ich ja auch schon. Ja, krass. Aber es ist ja auch passend, ne? Kleiner Highroller, ey. Folge 33, Messevorschau. Folge 34, Messerückblick. Messerückschau. Ja, das stimmt. Messerückblick. Es war wirklich ein krasses, eine krasse, es ist ja fast eine Woche, naja, nicht ganz, 5 Tage für uns gewesen, ne? Ja. War schon echt anstrengende Tage. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, so in 20 Minuten kommen wir dann zum Thema. Weil natürlich wichtig, erstmal fragen, Kauf der Woche. Und ja, wir reden hier nicht über einen Messekauf. Ja, puh. Kauf der Woche ist gut. Also vorher habe ich ehrlicherweise nichts gekauft, weil ich wusste, ich kaufe genug auf der Messe. Man könnte jetzt sagen, ich habe einen Nachkauf noch schnell getätigt. Denn tatsächlich habe ich auf der Messe so den einen oder anderen größeren Verlag gedodged, wie man so schön sagt. Aber ich musste unbedingt noch haben, die ist auch noch gar nicht da, aber ich habe sie bestellt. Ich glaube, das zählt jetzt auch ausnahmsweise mal, ne? Und zwar die Schatzkiste von Spirit Island und die neuen, ich weiß nicht, ob das Promo-Geister sind, auf jeden Fall 3 neue Geister sind da gekommen und die muss ich natürlich unbedingt haben, bevor die vergriffen sind, weil dann wird es nämlich schwierig. Außerdem sind die Geister in der Schatzkiste voll. Voll gut. Oh, Vollgeister. Vollgeister. Nee, aber das ist ja, also ich liebe Spirit Island, ich finde das Spiel so großartig und das ist einfach, das muss ich einfach haben. Und wie die Schatzkiste von Robinson Crusoe beim ersten Mal ja bewies, die war ja lange, lange Zeit unendlich vergriffen und unendlich teuer deswegen. Ja, mal gucken, ob es bei Spirit Island genauso ist. Spannend, spannend. Ja, keine Ahnung. Ist mir aber jetzt natürlich im Nachgang auch egal, weil ich habe es ja bestellt. Und wenn sie da ist, habe ich sie ja. Ich will damit auch keinen Gewinn machen oder irgendwas. Nein. Ich will sie nur haben. Ich will sie spielen.
Also von da aus ist mir das ja recht. Und bei dir, was hast du dir so Schönes gekauft? Ja, mein Kauf der Woche ist schon vor einer ganzen Zeit bezahlt worden, sozusagen. Mhm. Dementsprechend reden wir über ein Crowdfunding-Projekt. Oho, okay. Bei mir ist heute Drums of War angekommen. Drums of War? Habe ich noch nie von gehört. Natürlich nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Man kann ja auch nicht alles kennen. Ist ein eher kleiner Kickstarter gewesen. Hat Basispaket, also tatsächlich nur die Schachtel, ein 20 gekostet. Ah, ich habe auch schon BGG aufgemacht. Ich bin schon. Und ja, ich habe mir da die paar Sachen zugegönnt, um noch ein bisschen zu pimpen. Damit es in der Schachtel schöner aussieht. Die Deckboxen. Ist das so ein Kartenspiel? Das ist ein Kartenspiel, genau. Für zwei Spieler. Ein Duellspiel, wo zwei Armeen gegeneinander antreten. Oh, sieht cool aus. Fantasy-Setting. Sah ganz gut aus. Der Pitch auf Kickstarter las sich ganz gut. Und der hat mir gedacht, ja, da reden wir über einen Betrag, der am Ende das Portemonnaie nicht komplett schröpft, was auf jeden Fall super schick schon mal ist. Das ist so ein schönes Buchcover quasi, also so schön zum Aufklappen, die Box, ne? Trotzdem schöne kleine Box. Spielertableaus aus Pappe drin. Alles, was du brauchst. Ja, ich habe auch gesehen, auch Deckboxen aus Pappe. Das ist das, was ich bei Magic immer als erstes wegschmeiße, wenn ich so ein Package kriege, wo Deckboxen. Ja, die sind jetzt, ja, aber da die Deckboxen ja nicht einzeln sind, ne? Ist halt, ob ich es jetzt in diese Pappdeckbox dann packe, ne? Oder ob ich mir die Karten dann irgendwie in eine Plastiktüte packe, dann lege ich es lieber in der Papier- oder in der Pappdeckbox wieder in die Spieleschachtel. Ja, das ist natürlich wahr. Aber es geht halt um die Spieleschachtel, ne? Bei Magic kann ich es verstehen, weil du transportierst dein Deck ja auch mal gerne so, ne? Da willst du was Robusteres drum haben, aber jetzt, um das da reinzulegen, alles gut. Ja, ist das, glaube ich, auch okay. Nee, sieht gut aus. Muss ich sagen. Die Holztokens habe ich mir dazu bestellt, in so einem Pappmarker drin. Wertet das alles drauf. Also mit dem Zusatzmaterial hat es irgendwie jetzt 30 Euro gekostet. Promokarten noch dabei. Ja, das ist ja nicht zu viel. Also wirklich. Sah super spannend aus und ja. Ja, cool. Geil. Ja, nice. Ja. Und das spielerische Highlight haben wir natürlich auch noch als Rubrik laufen. Und auch da, nichts, was wir auf der Messe gespielt haben. Natürlich kannst du Messe-Loot nennen, was du gespielt hast schon, aber... Ja, aber das habe ich noch gar nicht so viel gemacht. Das folgt jetzt am Wochenende ehrlicherweise erst. Spielerisches Highlight, echt. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich überlege gerade, was haben wir denn vor der Messe noch so weggezockt irgendwie? Gute Frage. Puh. Gute Frage. Ach, jetzt weiß ich, na klar, wir haben ja gestreamt in dem Brettspielchaoten, da haben wir noch eine Runde Among Cultists gespielt und das war richtig geil, also Among Cultists finde ich eh ganz gut, könnte man jetzt auch als Messe-Loot bezeichnen, aber wir hatten es ja schon vorher und wir haben das halt mit den Housies zusammengespielt, dem Mark Chiller alias Plain Chiller. Und da hat der Dan was Cooles gemacht. Es gibt ja, wenn du das gekistert hast, kriegst du auch so eine Box, wo du so die eigenen Spielercharaktere machen kannst. Also kannst du eigene Fotos draufkleben und so weiter auf so. Du hast dann diese Holzmarker, die dann die Spieler sind, da kommen ja auch Aufkleber drauf. Im Originalspieler haben es halt nochmal Blanko-Aufkleber, die kannst du dann selber bedrucken und so weiter. Da hat der von uns Bilder rausgesucht und alle, die mitgespielt haben, so ein Bild davon drauf gemacht. Und dann haben wir uns selber gespielt bei Among Cultists. Muss ich nochmal sagen, danke Dan, das war echt geil. Und das war ein cooles Erlebnis, das hat Spaß gemacht. Also das macht sowieso immer Spaß, das Spiel. Das ist wirklich, ich habe noch keine schlechte Partie damit gespielt. Nee. Wirklich. Mega gut. Ja, ich glaube, das war wirklich das spielerische Highlight. Ist ja auch echt gut, wenn man so ein Spiel hat, was nicht nur einmal funktioniert, sondern man sich wirklich immer wieder rein verlieben kann, neu, ne? Ja, vor allen Dingen ist ja so ein Social Deduction Ding, was so, ne, was aber so Dungeon Crawl Mechaniken so ein bisschen mitnimmt. Und das, wir haben es jetzt zu fünf gespielt und das hat mindestens genauso gut funktioniert wie zum Beispiel zu acht oder so in Vollbesetzung. Das hat trotzdem mega Spaß gemacht. Und das finde ich halt, wenn so Spiele das können, also auch mit weniger Spielern einfach gut funktionieren, ist das geil. Mhm.
finde ich. Ja, was soll ich sagen? Auf jeden Fall ein spielerisches Highlight, Amon Kaltes. Sehr schön. Ja, mein spielerisches Highlight ist tatsächlich, was auf der Messe gelootet wurde. Ist das so? Ja. Ich habe da schon was von gespielt, von meinem Messe Pile of Future Glory. Und ein Zweispielertitel hat es da geschafft, sich zum spielerischen Highlight für jetzt die letzten zwei Wochen so ein bisschen hoch zu mausern. Und zwar von Dino Toys, das The Base. Hatten wir ja auch okay. In der Messevorschau, war ja auch auf meiner Liste drauf, was ich mir angucken möchte. Ich habe es dann quasi ungespielt am Sonntag gekauft. Ja. Für 19,99 €. Ja, ich glaube, ich habe es nochmal runtergesetzt zur Woche, zum Sonntag. Ne? Das war das ja, von billiger. 20 Euro auf 19,99 €. Das ist deren Ernst. Doch, das ist deren Ernst. Da haben sie ja richtig einen rausgehauen. Ah, das ist schon krass. Aber den Cent hätte ich mir zurückgeben lassen. Habe ich, hab so, ich zurückbekommen? Ja, hätte ich auch gemacht. Also nee, bei dem Rabatt, da ist wirklich krass. Ja, 20 nach 5 auf dem Weg nach draußen. Und ich dachte, komm, nimm sie jetzt noch mit. Hat es da auf der Liste. Und das hat aber irgendwie die ganze Zeit ja schon so 20 gekostet. Das ist halt auch sehr günstig. Und es wurde ja schon gespielt. Und ja, da ist ordentlich Taktik drin. Da muss man wirklich aufpassen. Man versucht ja seine drei Figuren von der einen Seite der Basis auf die andere Seite zu bringen. Und man muss wirklich schon aufpassen, wie man da taktisch vorgeht, dass man dem anderen halt nicht schon die Wege zurecht dreht, dass man aber selbst durchkommt und auch vielleicht so ein bisschen an der Verteidigung vom Gegner vorbeilaufen kann. Wenn man die Figur noch wieder schlagen kann, ist sie wieder von vorne anfangen müssen. Und wenn man halt auch mal diesen Zeitdruck im Rücken hat. 20 Runden und es ist vorbei. Klingt schon echt geil. Also, sieht nicht so spektakulär aus, aber das muss es ja manchmal auch nicht, ne? Sondern manchmal ist ja weniger auch mehr, ne? Und was heißt weniger auch mehr? So schlecht ist es ja auch wieder nicht, ne? Das sind halt so Pappplättchen im Endeffekt, ne? Die sich so drehen und wenden lassen, ne? Da ist halt genau das Material drin, was du für dieses Spiel brauchst, sage ich mal, für diese Art von Spiel. Ja, ist halt nicht überbordend, irgendwie überproduziert und weiß ich nicht, was. Genau. Ist, ne? Also. Okay. Ja, das ist ja auch manchmal mehr wert, als man denkt, so, ne? Tatsächlich, ja. Natürlich jetzt irgendwie kein hochkomplexes Spiel. Hat auch nur eine 1,0 als Complexity. Weil die Regeln wirklich simpel sind. Und das tatsächlich auch jemand lernen kann, der bisher wenig Kontakt mit Spielen hat. Wenn du ein bisschen Schach kannst, bist du schon mal gut dabei. Wenn du weißt, wie Schach funktioniert so ein bisschen, ja. Also nicht, weil die Bewegungen so komplex sind, aber dann weißt du ein bisschen halt, wie so ein Duellspiel mit Figurenbewegungen halt funktioniert, sage ich mal. Und du erkennst relativ zügig dann deine Möglichkeiten, dich vorzubewegen, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, du kannst deine Züge natürlich zerdenken, kannst du in jedem taktischen Spiel. Ja, ja gut, das geht ja überall, das stimmt. Genau, aber bringt am Ende gar nicht so viel, weil die gegnerische Partei dir im schlimmsten Fall drei Plättchen verdreht, sich dann aber auch nicht bewegt. Ja, also dass da wirklich eine Veränderung von drei Plättchen auf dem Spielzug oder auf dem Spielplan stattfindet zwischen deinem Zug, dem Zug des Gegners und bevor du dann wieder dran bist, ist eher unwahrscheinlich. Also du brauchst gar nicht halt so weit vorausplanen. Ja, aber du solltest schon eine grobe Idee haben, wie du gerne diesen Weg überwinden möchtest. Und du musst halt auch auf die Aktionen des Gegners teilweise dann reagieren. Ne, du kannst durch eine geschickte Bewegung den Gegner halt durchaus unter Druck setzen, dass du ihm jetzt die Entscheidung aufzwingst. Lass ich dich jetzt durchlaufen und du kriegst deine erste Figur ins Spielfeld, ne? Oder nehme ich dich aus dem Spiel, aber dafür geht halt dann eine der Seiten auf und ich kann im nächsten halt da irgendwie durchlaufen. Ne? Es ist schon, da steckt echt viel, viel Tiefe drin, finde ich. So was die taktischen Möglichkeiten angeht. Klar, ich habe es jetzt dreimal gespielt.
Da muss man sicherlich noch ein bisschen mehr kennenlernen, aber auch durch diesen variablen Aufbau wird da selten eine Partie wie eine andere verlaufen, sodass man immer ein bisschen neu denken muss und ja. Hohe Varianz. Auf jeden Fall Potenzial, häufiger auf den Tisch zu kommen, weil es dann auch relativ zügig gespielt und schnell gelernt ist und wenig Aufwand auch tatsächlich hat, um es auf den Tisch zu bringen. Ein 5x5 Raster aus Plättchen ist halt schnell gelegt, ne? Und dann steht das Spiel quasi. Stark, klingt gut. Ist so, wie wir es dann zocken. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall bin ich für zu haben. Ja, cool, jo. Klingt gut. Aber wir haben schon mal eins gezockt. Nicht schlecht. Nett. Ja, ne? Ich habe auch einen Bock auf die ganzen Messenneuheiten, muss ich sagen. Ja, streng genommen habe ich zwei Loot-Titel gezockt. Bitte? Streng genommen habe ich sogar schon zwei Loot-Titel gezockt. Ich habe schon wie, vergessen, wie das andere heißt. Das Dino-Spiel für Kinder, so ein Dino-Puzzle-Spiel. Nee. Irgendwas anderes, wo man Nahrungsketten zusammenbauen muss. Okay. Von Bio Viva heißt der jetzt. Verlag, glaube ich. Ja, es ist. Natürlich sagt dir das nichts. Du bist. Wir sind da ja auch nicht zusammen unterwegs gewesen. Haben mit dem Zwerg am Sonntag gelandet. Und ja, Dinos gehen halt immer in einem gewissen Alter. Und das wurde auch hier schon gespielt. Das war auch direkt. Sonntag war es spät, aber dann wurde hier direkt gefragt, die Mama, ob Mama das mit dem Zwerg am Montag dann nach dem Kindergarten spielt und. Habe ich natürlich mitgespielt. Natürlich. Das kann ich verstehen. Ja. Ja, stark. Ja, wollen wir in die Messe rein? Klingt gut. Ja. Was ich schlage vor, vielleicht sollten wir der Sache chronologisch folgen. Sollen wir die tageweise durchgehen, die Sachen? Einfach, ja, wie es passiert ist? Würde ich grob machen. Ne? Ja. Okay. Denn unsere Messe begann ja schon am Mittwoch. Denn am Mittwoch ist ja immer, bevor die Messe die Tore für den kompletten Publikumsverkehr öffnet, immer doch die Pressekonferenz und die sogenannte Neuheitenschau, wo also die Verlage dann Vertreter schicken und die dann so das Spiel nochmal kurz vorm Pitchen vor Ort, ne, für die ganzen Pressevertreter und die Content Creator und so weiter. Und ja, da wir da akkreditiert waren, durften wir halt wir beide also auf die Pressekonferenz gehen, die tatsächlich auch ein bisschen anders gestaltet war als das letzte Jahr oder die letzten Jahre. Denn es war direkt in Halle 8, direkt am Eingang, wo wir später alle durchgelaufen sind an den anderen Tagen, hat die Pressekonferenz stattgefunden. Ne? Und man muss ja sagen, das Messeteam hat ja komplett gewechselt. So, ne, also die, das ist ja nicht mehr in Metzler Hand, sag ich mal so, der Merz, nicht mehr, oder in Händen des Merz Verlages, ne? Sondern es ist ja hier die Carol Rapp oder Rapp, ich weiß gar nicht, wie diese gesprochen wird, Deutsch, Englisch, ne, ist ja da so die federführende Hand, ne, und die hat dann zusammen mit dem Robin da die Pressekonferenz gehalten. Genau, mit dem Presse, Marketing, PR-Manager, ich weiß nie genau, wie diese Bezeichnungen sind. Auf jeden Fall macht er die Öffentlichkeitsarbeit für die Messe. Ja, genau. Ne? Und die beiden haben, also das, man merkte schon, es war einfach ein bisschen lebendiger, ein bisschen heller. Ne? Also da haben sie sich schon wirklich drum bemüht. Ne? Klar, es gab natürlich irgendwie eine PowerPoint-Präsentation im Hintergrund oder besser gesagt drüber. Und ja, im Endeffekt muss man sagen, die Pressekonferenz ist ja immer so eine kleine Selbstbeweihräucherung irgendwie, ne? Also klar, es gab erstmal so ein schönes Video nochmal von der Dominik Metzler, die gar nicht vor Ort war, die ja die Messe jahrelang gemacht hat und dann so einen Rückblick über was sie so geleistet hat und so weiter. Das war sehr schön. Fand ich Ehre, wem Ehre gebührt an der Stelle auch, ne? Oder? Kann man sagen, oder? Ja, die Dominik hat die Messe ja so lange organisiert, aber so viele Jahre und da ist es halt nur fair, wenn sie da sich jetzt so ein bisschen zurückgezogen hat, da so ein bisschen Laudatio nochmal ihr zu geben, auf jeden Fall. Und ja, viele, gerade wenn du mit der Pressearbeit da zugange bist, hast du halt auch sehr viel mit ihr zu tun gehabt. Und der normale Besucher jetzt nicht mal so, dem ist das nicht bewusst, wer da federführend für die Messe war unbedingt. Aber gerade das Zielpublikum da, für die ist das natürlich ein Begriff und ja, jahrelang der erste Ansprechpartner gewesen. Und ja. Absolut. Wie du schon sagst, die Pressekonferenz ist natürlich so ein bisschen
Ja, man feiert die eigenen Zahlen und man präsentiert eigentlich nochmal das, was auch grob in den Pressemeldungen vorher schon rausgehauen wurde. Ist für uns als Dauergast auch vieles gar nicht so spannend. Aber du willst da viele abholen, die es halt später gar nicht auf die Messe schaffen, die eine Vorberichterstattung machen wollen und gar nicht so sehr daran interessiert sind, was in den Hallen passiert und was die einzelnen Verlage präsentieren, sondern du möchtest halt mit auf den Weg geben, das sind unsere Fakten, das erwartet den Besucher hier. Und das ist denen super gelungen. Und tatsächlich fand ich es jetzt durch die Location ein wenig schon freundlicher, durch das, weil da ja alles Tageslicht durchflutet ist da unten in dem Foyer. Und tatsächlich war es auch nicht so trocken wie letztes Jahr, wo du wirklich in deiner Reihe gesessen hast. Dann saßen die Speaker ja auch vorne quasi an ihren Pulten, ne? Und da wurden halt die Fakten runtergelesen zum großen Teil. So wirkte es zumindest erfrischend, auch wenn du vieles schon wusstest. Ja, also tatsächlich, ja, genau. Also das ging nur darum, dass halt die Messe jetzt einfach noch, kann man ja auch nochmal kurz sagen, ne, also mehr Aussteller als sonst, dann größere Fläche als sonst, also alle Hallen, also alle sechs Hallen, da die ersten sechs Hallen sind alle komplett ausgelastet, man hat also keinen Platz mehr gelassen für irgendwas, sondern es sind halt überall Aussteller. Das sind so, glaube ich, so. Ja, man hat sich halt auch ein bisschen selbst gefeiert. So, das ist aber auch, glaube ich, okay. Das darf man auch an der Stelle einfach, ne? So. Ja, wenn du so stark wächst, auch von einem Jahr nochmal aufs andere, warum nicht? Also, warum soll man sich verstecken, wenn man Erfolg hat? Nee, das denke ich auch. Das darf man auch, ich sage ja, Ehre wem Ehre gebührt an dieser Stelle auch. So ein bisschen, das neue Hallenkonzept wurde nochmal kurz vorgestellt und ja. Ja, genau. Und dann, Ende der Pressekonferenz, gab es dann allerdings etwas, was ich nicht so ganz verstanden habe im Nachhinein, weil man ja so im Vorfeld so eigentlich angekündigt hat, dass der Deutsche Spielepreis im Anschluss verliehen wird. Und tatsächlich wurde er ja auch im Anschluss verliehen. Im Anschluss verliehen. Genau. Allerdings hat man unten auf der Pressekonferenz schon die Preisträger bekannt gegeben, um dann alle Journalisten, Blogger, Content Creator auf die Neuheitenshow zu bitten, die jetzt auch dann über der Halle 8 in den Räumlichkeiten platziert wurde, um dann sie in einem Teil der Neuheitenshow zu der Bühne zu bringen, die mitten in dem Saal war, wo auch die Neuheitenshow war, um da halt den Preis zu übergeben. Das wirkte dann alles sehr, sehr, sehr gedrängt. Das wirkte sehr gedrängt. Ja, es war einfach war sehr gedrängt. Genau. Ja. Zumal dann auch schon viele Besucher sich gar nicht mehr der Preisverleihung gewidmet haben, sondern eigentlich schon den ausgestellten Spielen. Und ja, zumindest was die Neuheitenshow und diesen Ablauf angeht mit der Verleihung dann da oben, da sehe ich doch Verbesserungsbedarf, weil es war gefühlt, und das ist ja nicht nur unsere beiden Meinungen, sondern das haben sehr viele gesagt, da deutlich enger als zuletzt in der Halle 1a. Ja, also das war sowieso, ja, also bevor wir das nochmal genauer sagen, also ich muss ja auch sagen, ich meine, der Deutsche Spielpreis wurde ja auch anders verliehen als sonst immer, ne? Man hat ja dieses Jahr auch was Neues gemacht, man hat ja die Top 10 irgendwie bekannt gegeben. Die Plätze 4 bis 10 waren gelistet und die ersten 3 hatte man einfach ohne Reihenfolge nur bekannt gegeben. Und die alphabetisch sortiert war es in der Meldung. Genau, so, und dann wurde dann eben auf der Messe im Rahmen der Pressekonferenz halt der Preis erstmal die Gewinner genannt. So, und das war halt deshalb doppelt blöd, weil jeder, der auf die Neuheitenshow ging, wusste ja schon, wer gewonnen hat. Ja, das war ja schon jedem klar. Und dann ist natürlich auch keine Spannung mehr da. Also, ich meine, ganz ehrlich, und dann stehst du zwischen den Neuheiten und kannst dir die nicht angucken. Das funktioniert irgendwie nicht. Nee, weil es ging ja tatsächlich oben dann nur noch darum, ich nenne es jetzt mal die Trophäe und die Urkunde zu übergeben und den Journalisten eine Möglichkeit geben, in einem schönen Setting, weil sie hatten für jedes Spiel quasi da so eine Szene aufgebaut, sage ich jetzt mal, ne? Eine Fotomöglichkeit zu geben. Und ja,
Ja, die Idee war sicherlich okay, aber das funktioniert so nicht. Aber ich glaube, das wird die Messe in ihrer eigenen Nachbetrachtung nee, das wird bei denen angekommen. Das ist bei denen gesehen haben und das werden wir sicherlich im nächsten Jahr anders organisiert erleben. Weil die Idee mit diesen Top 3, weil du die Reihenfolge nicht kennst, fand ich eigentlich gut. Weil du tatsächlich halt zur Eröffnung der Messe dann nochmal so ein Highlight eigentlich für die Presse hast. Ne? Und der Preis halt auch nicht so untergeht, einfach nur in der Meldung eventuell, wie sonst so war. Und Deutschen Spielepreis gewonnen hat, was du sonst ja vor der Messe schon wusstest und da dann nur noch, ne, der Preis übergeben wurde. Ja, richtig. Also das ist schon eine gute Sache. Und ich habe auch schon in einem, hier das Beeple-Netzwerk hat mit dem Robin, glaube ich, im Rahmen des Meet and Plays gesprochen und da hatte der schon gesagt, dass das müssen sie überdenken, das Konzept irgendwie so ein bisschen. Das war da irgendwie schon im Großen und Ganzen. Das ist ja schon direkt bei denen aufgekommen, das haben die schon auf dem Schirm. Ja. Ne? Also ganz klar. Okay, ist für mich aber nichts, was jetzt sagt, was so negativ wirklich hängen bleibt. Und weil ich sagte auch. Überhaupt nicht. Ich sagte auch ganz ehrlich, du wagst halt was Neues und auch wenn da jetzt ein anderes Unternehmen hintersteht, wenn du was Neues wagst, es gibt halt Dinge, die funktionieren auf dem Papier für dich wunderbar. Dann machst du es. Und es funktioniert nicht. Schlimm wäre es halt wirklich, wenn du merkst, es funktioniert nicht. Du kriegst auch das Feedback, wenn du dann dran, wenn du dann an dem Konzept genau so kleben bleibst, ja, dann, wenn das nächstes Jahr wieder so in diesem gleichen engen Räumlichkeiten endet, wo man wirklich angequetscht steht und das guckt, dann darf man die Messe mal fragen, ne? Nichts gelernt. Und so ist einfach so, ja, vielleicht, nee, das sehe ich auch vielleicht so. Einen Punkt übersehen in der Planung, aber ne, am Ende hat es ja funktioniert. Es hat ja auch funktioniert, ne? Ja. Aber es war halt deshalb schade, weil man muss diese Neuheiten-Show, muss man sich wirklich so vorstellen, da hat jeder Verlag so ein Stück Platz gekriegt auf dem Tisch, ja, wo man dann die Neuheiten ausstellen konnte, ganz grob, ne? Also da wird jetzt kein voller Spielplan ausgebreitet, wurde auch vorher nicht, ne? Wurde auch vorher, oder selten zumindest, nein, ne? Bei einem kleineren selten, Spiel, ja, aber. Ja, also normalerweise ist das nicht so. Man kriegt das halt kurz gepitcht. Da ist halt ein Verlagsmitarbeiter noch da oder, ne, und oder der Designer oder je nachdem, wen sie da halt abgestellt haben, der halt grob zu den Spielern auch was erklären kann und was sagen kann, ne, genau, wenn man sich dafür interessiert. So, und das Problem war, die Gänge in diesem Raum waren so eng und es waren auch sehr viele Menschen dort drin. Das muss man fixen. Also zu viele für diese Räumlichkeiten. So dass, und die Spiele hatten so wenig Platz auf dem Tisch, dass der Designer oder der Verlagsmitarbeiter quasi vor seinem Spiel stand. Ja, das heißt, der konnte nicht nach links und rechts ausweichen. Wenn er das nämlich gemacht hätte, hätte er vor dem nächsten Spiel gestanden, von einem anderen Verlag und hätte da darauf die Sicht genommen. Das heißt, man war halt leider irgendwie, ja, wie gesagt, man hat sein eigenes Spiel verdeckt irgendwo, ne? Das ist halt, das war natürlich nicht, sollte wahrscheinlich nicht ganz in der Sache sein. Ja, das war ein bisschen schade. Aber gut, was soll ich sagen? Also trotzdem war es natürlich interessant und man hat sich natürlich trotzdem Spiele pitchen lassen können. Haben wir auch gemacht und da sieht man natürlich auch nochmal das ein oder andere Spiel, was man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Unter Umständen. Ja, was du vielleicht erstmal gar nicht auf der Liste hast, kann man da durchaus nochmal entdecken und wo es halt auch wirklich gut für ist, jetzt für uns nicht so unbedingt als Podcast oder wo wir sehr gezielt halt auch mit dem Videoformat zu Verlagen gehen. Aber ansonsten ist es halt auch sehr schön, wenn du in einem ruhigen Umfeld ohne Menschen drumherum nochmal Fotomaterial erstellen möchtest von den vielen Spielen, weil diese Neuheiten-Show ja auch über die Messetage noch geöffnet ist und du als Journalist ja da hochgehen kannst und dir dann auch nochmal ein Bild von dem Material machen kannst. Da ist dann natürlich von den Verlagen niemand mehr, ne? Nee, stehen nur noch die Spiele da, ne? Genau, da stehen im Grunde die Spiele noch da, aber um halt nochmal Fotomaterial zu sammeln, ist das halt ganz gut, wenn man was Spezielles braucht, sage ich mal, weil du da eben
nicht drauf achten musst, in eine Spielsituation reinzugehen oder auf eine bestimmte Spielsituation zu warten, ne? Das stimmt. Jetzt kann man so ein kleines Dropping machen an der Stelle. Ich habe nämlich über meinen Instagram-Kanal sehr viele Bilder, einfach nur Impressionen, die sind gar nicht kommentiert. Ich habe einfach nur ganz viele Bilder von den Spielen gemacht, die da so standen. Die habe ich alle bei Instagram gepostet. Unter Brettspiel-Yogi könnt ihr das sehen. Wenn ihr mal wissen wollt, wie sowas aussieht an der Stelle und euch das mal interessiert, guckt doch mal rein. Ich hab, das ist wirklich nur unkommentierte Impressionen von diesem von dieser Neuheitenshow, verschiedenste Spiele einfach nur fotografiert, aber dann kann man sich ungefähr vorstellen, was wir meinen. Also wenn ihr so Lust habt, ich freue mich natürlich sehr darüber. Einfach nur, um da nochmal ein paar Bilder zu bekommen. So, ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Wir sind nicht wie andere noch in die Hallen runter. Das haben wir nicht gemacht. Soll man ja eigentlich auch nicht, weil eigentlich in der Halle grundsätzlich ja während der Aufbauarbeiten niemand was verloren hat. Es gibt trotzdem so einige, die noch Termine mit den Verlagen haben. Dann wir hatten es nicht. Also wir haben das gelassen. Wird sich ja auch wohl nächstes Jahr nochmal verschärfen, die Situation. Wo ja schon angekündigt wurde, dass dann... Es macht auch Sinn. Keine also ganz ehrlich, das ist Baustelle. Ja, im Endeffekt. So. Und ich möchte jetzt nicht wissen, wenn mir da so ein komischer Gabelstapler über den Fuß fährt, wer dafür zahlt am Ende des Tages. Ja, keiner mehr. Wurde ja dieses genau. Jahr schon klar gesagt von der Messe. Und ja, ich meine, ich will nicht Teufel an die Wand malen, ne? Aber, ja, aber ich kann die Messe da auch verstehen, du betrittst halt einen Gefahrenbereich. Ja, genau so ist es so. Nicht, ne? Auch wenn da jetzt nicht irgendwie kompletter Baustellenverkehr ist, ja. Also muss jetzt, kann sich nicht vorstellen, wie jetzt, wenn ein Haus gebaut wird, so ungefähr. Ja, aber die bauen halt alle ihre Stände auf. Da fährt auch mal ein Gabelstapler mit Stühlen, vielleicht auch noch, ne, Spielepaletten oder sonst was rein. Durchaus mal auch ein normales Auto noch, was reinfährt und alles, ja, weil da ist halt noch der Platz da, ne? Und es ist halt Baustelle und du möchtest zum einen nicht, dass die Besucher, oder in dem Fall ja die journalistischen tätigen Besucher in Gefahr geraten und du möchtest ja auch, dass die Messebauer möglichst ungestört ihre Arbeit nachgehen müssen, ohne jetzt ständig nach links und rechts gucken zu müssen, ob da jetzt vielleicht gerade einer mit der Kamera vorbeiläuft, ne? Ja, so ist das ja auch, ne? Ja. Also irgendwann, weil die Messe, die Neuheitenshow macht natürlich immer zu, ne? Die ist natürlich jetzt nicht Ewigkeiten. Und das war aber dann irgendwie auch okay. Also wir haben ja auch genug gesehen, wir haben nette Gespräche geführt mit dem einen oder anderen Verlagsvertreter, ne? Und ich meine, weiß nicht, große Erkenntnisse. Boah, ich habe mir schon so ein, zwei Spiele erklären lassen. Ich weiß noch zum Beispiel, dass ich mir bei wie heißen sie, bei Heidelberg Games, dieses Time Division, ich glaube Time Division heißt das Spiel, ne? Das habe ich mir erklären lassen, das fand ich klang ganz gut, habe ich auf der Messe aber trotzdem irgendwie nicht nochmal gespielt, ganz im Gegensatz zu Delta von Game Brewer, das habe ich mir da auch erklären lassen und das habe ich dann tatsächlich auch testgespielt auf der Messe zum Beispiel, aber kommen wir gleich noch zu. Ja, ich bin ja auch zum Kacke-Schießen eingeladen worden, weil zu einfach abweg. Ja, ne, also dafür lohnt es ja schon. Musste dann auch noch Sonntag mit dem Sohn gespielt werden. Ja, verstehe. Ja, also das waren schon so Dinge. Ja, aber das kann man halt auf der Neuheitenshow ganz gut machen. Ne? Dann kann man vielleicht auch schon mal Sachen wieder für sich ausschließen. Vor allem, man kann auch das Gegenteil, ne, sagen, ja, okay, genau, das ist vielleicht doch nicht das, was ich mir darunter vorstelle. Ne? Also lass uns nicht noch weiter über die Neuheitenshow reden, weil da sind wir halt als akkreditiertes Medium ein bisschen privilegiert. Da habt der normale Besucher halt null Mehrwert von. Und nee, das stimmt. Nee, aber irgendwann war auch Donnerstag. Irgendwann war Donnerstag und der fing ein bisschen Verkehrschaos an, aber 9:45 waren wir dann doch in der Halle. Alles gut. Wir können mit 9:45 noch von glücklich sein. Ja, ja, andere hatten da auch andere Pressevertreter hatten da ganz andere Erlebnisse, die Besucher auch, weil wie das so ist, man kann im Vorhinein noch so oft sagen, ne, wir haben sehr limitierte Parkplatzmöglichkeiten an der Messe. Dieses Jahr bitte nutzt P10. Das Gewohnheitstier will halt nah an der Messe parken, um seine Sachen dann auch zügig ins Auto bringen zu können. Was halt leider auch dazu geführt hat, dass viele da zur Messe gefahren sind, wodurch es Rückstau gab, um dann doch zum P10 fahren zu müssen.
Ja, da muss vielleicht nächstes Jahr auch noch mal ein bisschen am Parkplatzkonzept gefeilt werden, aber... Das größte Problem war nicht nur der PC. Der PC ist ja, ich meine, es dauert einen Moment länger, weil man mit dem Shuttlebus gefahren wird, aber das Problem, was aufkam, war, dass es einen Unfall gegeben hat auf der Strecke von den Pendelbussen und dass dann ein riesen Stau entstanden ist, dass die Pendelbusse selber alle im Stau standen. Und dann die Polizei, dass sie tatsächlich teilweise mit Polizeieskorte fahren mussten, die Pendelbusse, damit die da durchkamen. Ja gut, wenn die Polizei die zumindest da durch eskortiert, ist ja schon mal... Das wurde dann irgendwann organisiert, ja. Sehr das positiv muss wohl echt zu werten, ne? Auf jeden Fall, man hat alles versucht. Verkehrsunfall hast du als Messe nicht in der Hand. Muss man dann leider überhaupt auch sagen. Nicht. Ne? Überhaupt nicht, ne? Also ist natürlich Katastrophe, wenn sowieso am Donnerstag... War es auch grundsätzlich schon mal, ich fand es deutlich voller als die vergangenen Jahre donnerstags. Und das merkt man dann natürlich, ne? Und wenn dann natürlich alle gleichzeitig da ankommen und dann auch noch ein Unfall ist und, das, was soll ich sagen? Aber auf jeden Fall waren wir irgendwann in der Halle und da gab es dann ja eigentlich so den ersten richtigen, oh mein Gott, Moment, würde ich fast sagen, ne? Weil wir hatten ja früh morgens den Termin bei Ravensburger. Oh ja. Und also, ich möchte nicht sagen, dass ich nicht erwartet hätte, dass Locana einen Hype hat. Ja. Und auch dadurch, dass Ravensburger halt das Produkt dabei hatte, was momentan schwer verfügbar ist, dass es viele Leute dahin treibt. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass selbst Ravensburger davon überrascht war, wie viele Menschen sich an diesen Stand verirrt haben. Und ich glaube, es war nicht nur die Promo und dass sie was da haben. Das kam alles zusammen. Also alles kam so zusammen. Es kam viel zusammen, denke ich. Also es war wirklich krass. Es war natürlich, also es war irgendwie Vor- und Nachteil gleichzeitig. Man kam direkt in Halle 6. Und da war direkt Locana. An Tag 1 habe ich noch gedacht, wie kann man denn sowas Ungeschicktes machen und so einen überlaufenden Stand direkt an den Eingang setzen? Weil an dem Tag war es auch tatsächlich echt ungeschickt, weil da halt auch null Organisation drin war. Genau, es gab halt einfach zwei Schlangen. Ne? Genau. Die eine, die rein wollte und die andere, die Locana wollte. Oder und dann Promo bei Locana wollte, auch noch was. Zwei Schlangen. Die eine, die kaufen wollte, die anderen, die spielen wollten. Und es ging zwar quasi zwei Lindwürmer, einer gegen den Uhrzeigersinn, der andere mit dem Uhrzeigersinn, um diesen Stand. Das ist richtig, das war natürlich total krass. Andererseits, es war natürlich, nächsten Tage war es dann am Ende ein Segen, weil man nämlich die Warteschlangen in Halle 7 verlegen konnte, wo nichts war, wo die Leute nämlich nicht in der Halle gewartet haben, sondern schön außerhalb der Halle, was wirklich geschickt war am Ende, ne? Weil man einfach die Leute aus der Halle raus hatte. Was sie auch konsequent durchgezogen haben. Also sie haben tatsächlich immer nur diesen Bereich, der abgesperrt war am Stand, als Warteschlange voll gehabt und alles andere vor der Stelle, vor der Treppe, die da kurz runtergeht von Halle 7, in Halle 6 quasi in einem separat abgesperrten Bereich gestaut und nach reingelassen. Obwohl man sagen muss, dass da schon viel, viel, viel mit dieser Promo auch zu tun hatte. Und das ist natürlich auch ein Spiel, ne? Weil die Promo natürlich irgendwie, also wer Trading Card Games kennt, diese Promos von Locana sind halt unendlich teuer, da kriegst du halt richtig Geld für, ne? Und da haben sich Leute noch rasiert, damit sie vor der Tür nochmal rasiert, damit sie nicht wiedererkannt werden, damit sie noch eine Promo kriegen und so Geschichten. Da wurde sich umgezogen, damit man nicht erkannt wird. Dass ich schon mal da war. Also, da muss ich sagen, da weiß ich halt nicht, ob da nicht so ein bisschen, also ich meine, klar, ich bin Magic-Spieler, ich liebe Promos, ich stehe auf Promos, ich stehe auch auf Brettspiel bei auf Promos. Das gebe ich auch zu, ich finde das geil. Aber ich weiß nicht, ob da nicht irgendwie der Sinn verfehlt ist. Ich weiß nicht. Also da muss man sich tatsächlich habe ich auch überlegen. Das Gefühl, bei Locana ist das ein bisschen auch total eigenartig, weil wenn du spielst ja Magic, ja. Und selbst früher die, also wenn du da eine Promo kriegst, ist es sonst eine Karte, sonst, als ich noch gespielt habe, gewesen, die sonst nicht in voll gibt, wenn sie schon das gleiche Artwork hat, ne? Oder ein spezielles Artwork. Ja.
Es ist ja bisher bei Lorcana so, dass du im Grunde die gleiche Karte bekommst, wie sie im Set drin ist. Ja. Dass nur unten der Release-Print anders ist und da halt ein Veranstaltungslogo und unten auf der Karte mit drauf ist. Mir ist es tatsächlich kein Unterschied sonst. Die ist auch nicht irgendwie Foil oder so. Und was gut und schlecht gleichzeitig ist, was ja sehr fair ist gegenüber allen anderen Spielern, dass man da nichts verpasst oder so. Gefühlt nichts verpasst. Aber es gibt ja genug, die was verpassen oder das Gefühl haben, was zu verpassen. Ja, aber das war absurd. Ja. Dass dann Leute bei Ravensburger irgendwelche Sachen kaufen, 25 Euro, damit sie eine Promo kriegen, die 50 Euro wert ist, dann, damit man dann das Spiel dann irgendwie wieder verticken kann oder was. Ja, Ravensburger und dann, ja, und ja, also irgendwie. Ja, klar, ich meine, fürs Geschäftsmodell ist gut, ne? Aber ich denke mir halt nur, ich will das auch gar nicht verurteilen, das müssen die Leute alle selber wissen, ne? Nee. Aber trotzdem ist er lächerlich. Also ich finde, irgendwie ist das absurd. Ich kann mir nicht helfen. Und wie wir ja jetzt wissen, wird es ja wohl demnächst keine Event-exklusiven Promos mehr geben. Ja, das Form. Sollten sie auch lassen. Das macht Events nämlich kaputt. Genau. Wenn das solche Ausmaße ausnimmt, dann macht es das Event kaputt. War ja bei dem letzten Event in den USA kurz vor der Messe, ich glaube LA-Con oder was das war, ich weiß es gerade nicht. Da gab es auf jeden Fall einen Gaston, da hat das ähnliche Auswirkungen gehabt und Preise, die noch krasser waren, als jetzt für den Donald, den es in Essen gab. Also da hat ja Ravensburger schon gesagt, so, ja, Event-exklusive Promos müssen wir mal überdenken und werden das wohl nicht mehr so machen. Ja, aber ganz ehrlich, eine richtige Entscheidung, wenn das so absurd wird. Vor allem die Leute spielen das ja dann gar nicht mehr, weil sie es kennenlernen wollen. Da stehen lauter Leute in der Reihe, die nur diese Promo abgreifen wollen. Ja. Und Leute, die sich wirklich für das Spiel interessieren, denen man das mal zeigen will, die stehen eine halbe Stunde an, hat doch keine Lust zu. Macht doch keinen Spaß. Also du willst dann dreiviertel Stunde, 5x5 ein bisschen Karten spielen? Weiß ich nicht. Also schwierig. Gut, egal. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall erstmal erst, was einem direkt ins Auge stach, ne? Und was man aber später tatsächlich auch gut gelöst hat, haben wir ja schon gesagt, dass die dann Halle 7 verfrachtet wurden, die Leute. Was tatsächlich eine gute Idee war. Ja. Und ja, was dann natürlich auch in der Halle direkt ins Auge gestochen ist, ist die neue Aufteilung. Sofort. Ja. Oder? Du hast einen Kosmos in Halle 6, du hattest einen Amigo in Halle 6, Asmodee riesengroß in Halle 6, Queen Games, Schmidt-Spiele, Noris war auch mit da, alles so, was wirklich so dieses klassische. Ich nenne es jetzt mal, Ravensburger war ja auch da, logischerweise auch als, nicht nur mit Lorcana dann. So alles, was du hast, so als Familienspielverlage kennst, war im Grunde in dieser Halle. Und ja, da hat man das schon gemerkt, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Das fand ich auch so. Ja, auch Asmodee Kids und so weiter, glaube ich. Genau, ich glaube, ja, das genau. War. Also die Asmodee war ja überall schön, gefühlt. Ja, mit den ganzen Studios, die sie halt auch haben. Und es ging ja dann auch nach Halle 5 weiter, dann noch mit dieser Art von Spiel. Also die beiden Hallen waren halt, ich sag mal, fest in der Hand überwiegend von Familien oder von Menschen, die sich in diesem Familienspielbereich bewegen. Das stimmt. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja, obwohl, es mischt sich ja auch so ein bisschen. Ich meine, Halle 6 hatte, nee, das war schon Halle 5, das war schon Halle weiter. Stimmt. Ich hatte gerade ein bisschen, ich bin schon fast, weil ich dachte, BlackRock Games, das war aber schon Halle weiter. Okay, nee. Ja, und in Halle 5 hast du ja auch noch ganz viel von diesen Familienverlagen gehabt. Treffel war da, da war ganz viel von diesem Smart Games Kram. Haber war in Halle 5, ne? Ja, aber da hat sich schon ein bisschen gemischt so, ne? Also da habe ich zum Beispiel schon, in Halle 5 habe ich ja schon ein paar Sachen gefunden für mich. Das heißt ja auch nicht, dass du auch nicht in Halle 6 was hättest finden können, aber. Nee, das stimmt. Also wir waren uns ja auch schon im Vorgespräch zur Messe eigentlich einig, dass diese Aufteilung in vielen Bereichen eh ein bisschen übergangslos ist, ja. Dass du keinen Verlag eigentlich hast oder wenige Verlage hast, die
nur in einem Zielgruppensegment tätig sind, aber du hast ja, halt nicht unbedingt viel, die knallharten Kennerspiele da gehabt. Also wo du wirklich sagst, so. Die sind halt eben einfach nicht da. Ne? So, also die findest du halt einfach da nicht. Da spiele ich mal 3 Stunden dran und muss irgendwie. Ich sag mal, so Familie Plus, oder wie man das dann so schön nennt hier, sowas gab es natürlich schon, ne? Muss man sagen. Ne? Aber gut. Nee, also das Zahlenkonzept hat man sofort gesehen. Das muss man wirklich sagen, es ist direkt ins Auge gestochen, positiv ins Auge gestochen, muss ich sagen. Ja. Man fühlte sich irgendwie, also ja, es war schon ein bisschen flashy, muss man sagen, dass man sagt, Moment mal, irgendwie ist das schon anders, ne? Weil man hat ja irgendwie so eine Komfortzone. Menschen mögen ja Dinge, die sie kennen, ne? So, das ist ja immer so. Und man mag ja, Essen war ja auch immer so ein bisschen wie nach Hause kommen, ne? So. Und diesmal war es wie so ein bisschen wie so, oh, wir mussten das Hotel umbuchen. Ist zwar der gleiche Ort, aber irgendwie sieht es hier anders aus, ja. Aber im positiven Sinne, so dann am Ende, ne? Was sich ja bei uns dann auch ganz oft bemerkbar gemacht hat. Ja, total. Das ist unfassbar. Jetzt nicht irgendwie, dass uns das Hallenkonzept gestört hat, aber ich weiß halt sonst irgendwie, wenn du wusstest, wenn du irgendwo hin wolltest, hast du geguckt, ah, da ist Kosmos, da geht's in die Richtung, ne? Da komme ich gleich zum Ausgang, so ungefähr. Ja, oder da ist der Stand, wenn ich dahin gehe, komme ich zum Übergang zur nächsten Halle. Genau, und das habe ich nie an den Hallennummern klar gemacht, sondern genau, immer nur an den Ständen. Ich nehme mich auch über die Jahre nicht so, welches Ende von der Halle muss ich denn jetzt, um zur Halle 2 zu kommen? Ah, da ist der und der Stand, da muss ich hin. Jetzt irgendwie so, oh, verdammt, mein Fixpunkt ist weg, den ich seit x Jahren im Kopf habe. Ich habe noch nie so häufig und wirklich noch niemals so häufig auf die Hallenpläne da über den Türen geguckt. Wie muss ich denn jetzt hier eigentlich nochmal laufen, um in Halle 3 zu kommen? Ja. Wo ist überhaupt nochmal Halle 3? So, ja, also Freigeländen sei Dank kann man das dann irgendwie vernünftig schaffen, aber das ist wirklich krass. Also, da ja, schon, das war. Das hat gedauert. Da haben wir alle noch mal das Erstbesuchererlebnis gehabt, was das angeht, die Orientierung. Ja, aber sind wir noch mal ehrlich? Irgendwie war das auch geil. Ich meine, ganz ehrlich, ich mache ja gerne Schritte. Mich stört das ja eh nicht. Aber obwohl mit der schweren Tasche habe ich das immer schon gestört, muss ich gestehen. Aber ich muss sagen, irgendwie war das geil. Zu sagen, das war wie so ein Noob auf dem Messe rumlaufen. Wir müssen doch in Halle 3. Warte, Moment, macht das überhaupt Sinn jetzt in Halle 3? Wo ist überhaupt Halle 3? So, das ist nicht geil. Das fand ich super. Ich meine, am Ende ist es für uns relativ egal, wo was ist, weil wir so die Besucher sind, die eh jede Halle mindestens einmal durchschreiten, sage ich mal. Aber das war ein Abenteuer. Ein gutes auch. Nicht im negativen Sinne, es war mal ein neues Erlebnis, so ein bisschen. Nicht nur ein bisschen, ich fand das schon ziemlich. Also ich hatte schon ein bisschen diese Entdeckungsvibes, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, und das finde ich wirklich spannend, ist wirklich interessant an der Geschichte, man müsste eigentlich mal mit den kleineren Verlagen sprechen, wie das gelaufen ist. Ich fand die Idee ja deshalb gut, weil es so die kleinen Verlage ja gefühlt stärkt, weil auf einmal neben dem großen Verlag auch der kleine Verlag ist. Mhm. So, jetzt habe ich aber auch schon Gegenargumente gehört, ehrlicherweise. Das hat jetzt natürlich noch kein Hand und Fuß. Dass auch einige Leute gesagt haben, na ja, das stimmt zwar, aber wenn ich einen kleinen Verlag gesucht habe, wusste ich früher, ich muss nach Halle 6 gehen, da finde ich den. Ja, jetzt war der irgendwo zwischen den großen Bannern der großen Verlage so, ne? Also kann man auch so sehen, dass man eben nicht mehr so einfach gefunden hat. Ich glaube, da ist es ganz interessant, ein Faktor da könnte tatsächlich sein, in welchem Segment ich mich als kleiner Verlag bewege. Ja, weil mein Gedanke ist ja eher bei dieser neuen Hallenaufteilung, dass wenn ich ein Familienspieler bin, ja, bin ich trotzdem früher mal irgendwie gezwungenermaßen durch eine Halle gegangen, die mich nicht unbedingt interessiert hat. Mhm. Jetzt sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass ich halt mehr als Halle 6 und 5 gar nicht mehr sehe. Und dann gar nicht die Chance habe, was Neues zu entdecken. Als Beispiel, wenn du einfach mal die Halle 1 nimmst, wo halt ganz viel einfach nur Trading Card und so ein bisschen Rollenspielzeug Tabletop-Rollenspiel. Ja, da bist du in der Vergangenheit halt dran vorbeigekommen. Und hast es zumindest in meinem Blickfeld gehabt. Ja. Und selbst an einem Samstag
weil Halle 1 im Vergleich zu den anderen Hallen verdammt wenig los. Das stimmt, ja, weil es ein sehr spezielles Publikum anspricht. Aber, also verdammt wenig los ist auch gestrunzt, ne? Also das heißt, im Vergleich zu den anderen Hallen an dem Tag. Ja, das stimmt. Andererseits, die Frage ist, das kann man so sehen, aber der Familienspieler an sich, also ich meine, das ist jetzt, wir werfen jetzt hier mit so Pauschalbegriffen um uns, das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, aber ich sag mal so, ich denke ja so an deine Family zum Beispiel. So, die sind ein schönes Beispiel dafür. Nee, die sind kein schönes Beispiel, weil die sind vorher schon selten wirklich durch allein gekommen gefühlt. Ja, genau, aber das wollen die auch gar nicht. So, das ist nämlich der Punkt. Die sagen, die gucken, also ich meine, gut, deine Familie, die gucken sich ja vorher, also die gucken sich ja vorher auch noch Sachen an. Es gibt ja Leute, die machen das gar nicht. Aber es gibt Leute, die gehen traditionell bei Schmidt-Spiele, setzen sich da an den Tisch und spielen erstmal das ganze Portfolio durch. So. Die wollen gar nicht Halle 1 sehen. Die wollen keine Warhammer-Figuren sehen. Die wollen auch keine Rollenspielbücher sehen. Das sind nette Bücher mit nettem Cover, aber das war's. Ja, so. Für die ist das interessant. Die finden das geil, die gehen zu Schmidt-Spiele und dann gehen die rüber zu Kosmos, nehmen den nächsten Tisch und spielen das Portfolio durch. Mhm. So, die wollen da gar nicht hin. Das müssen die auch gar nicht. Die können jetzt einfach in den zwei Hallen rumlaufen und alles abarbeiten, was sie auf dem Schirm haben. Und ich glaube, für die Leute ist es okay, weil die müssen sich nämlich dann nicht mit den Leuten in Halle 3 auseinandersetzen, weil Halle 3 zum Beispiel, das war die Kennerspiel- und Expertenspielhalle, die war, und ich sag am Donnerstag allein schon, so richtig ordentlich voll. Da war richtig was los. Mhm. Also es war jetzt nicht total unangenehm, es war alles im Rahmen, wie ich fand, aber es war schon deutlich voll. Voller als in den anderen Hallen. Ne? Da ging schon die Post ab. So. Und so ist auch das eingetreten, was man ja vorher auch schon mal hatte, dass die Besucherströme schon ein bisschen gelenkt sind. So, das fand ich schon. Und ich glaube nicht, dass es so, dass der Familienspieler das vermisst hat, nicht an den Tabletop-Figuren langgegangen zu sein. So, kann mir nicht vorstellen. Aber weißt du, wofür es schade war? Weil wir nämlich am Sonntag ist uns nämlich aufgefallen, dass wir gern mal die Gebraucht-Spielehändler abklappern wollten. Und das war schwierig. Das war schwierig, ja. Das war wirklich schwierig. Ich glaube, ich habe einen gesehen, bewusst. Ja, genau. Weil die sind für mich irgendwie untergegangen. Die habe ich nicht wahrgenommen. Die gab es, ich weiß, aber ich habe die nicht wahrgenommen. Das ist krass. Und jetzt so im Nachgang, und jetzt, wo wir gerade drüber reden und ich mir das mal bewusst mache, wird mir das noch viel stärker klar, dass die zum Beispiel für mich völlig untergegangen sind an der Stelle. Ja, die haben natürlich auch nichts, wo sie richtig hingehören, ne? So. Ja, schwierig. Ja, oder wie siehst du das, also mit den Hallen jetzt? Also, du sagst eher, es ist schade, dass man dann so ein bisschen den Weitblick verliert, quasi, ja? Oder mal den Blick über den Tellerrand, wie man so schön sagt. Was heißt das? Es ist schade. Es ist halt so, du kannst sie halt, wie gesagt, du kannst nicht alle über einen Kamm scheren, ja? Also ich glaube halt, dass es ganz viele dieser Familienspieler oder auch dieser Kennerspieler gibt. Es gibt garantiert auch ganz viele Kennerspieler, die keinen Bock haben, sich Familienspiele anzugucken oder Tabletop, ja? Also, wenn du, ich sag mal, wenn du auf die Messe gehst, um gezielt deinen Bereich dir anzugucken, ne? Doch vielleicht nur einen Tag oder so hast, ja? Ja. Ist das super gut, weil du halt wirklich viel fokussierter deine Punkte ablaufen kannst und eben nicht jetzt durch zwei Hallen musst, um, ne, zu einem zweiten interessanten Punkt zu kommen. Was dich, wenn du wirklich das gar nicht interessiert, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, den Sprung machen möchtest, vom Familienspiel zum Kennerspiel zum Beispiel, ja, dann passiert es dir nicht, wie es dir vorher halt passieren konnte, dass du jetzt, keine Ahnung, von Kosmos zu Ravensburger laufen möchtest und kommst an zwei, drei Ständen vorbei mit kleineren Spielen, die dich optisch ansprechen, wo du dann feststellst, das ist aber schon mehr als was ich eigentlich spiele. Ja, du bleibst also halt so ein bisschen dann in deiner Komfortzone gefangen, was das Spielen angeht. Und
Ich sehe den Punkt, ja. Für mich ist es schwer zu sagen, ob das jetzt was Schlechtes ist oder was Gutes. Ja, einfach, dass das, weil du genauso wie ich, wir halt sehr breit aufgestellt sind. Ich mag halt alles gerne, was das Spielen angeht. Und wenn ich jetzt nicht mein, und ich sag dir auch, wenn ich jetzt nicht mein Zwerg hätte, ne? Der momentan total auf Pokémon steht, ja? dann wäre ich sicherlich auch am Sonntag nicht mit ihm in Halle 1 gegangen, ne, weil da sonst wenig ist, was für ihn halt dann auch interessant ist, ja. Ne? Also ich verstehe schon, warum die Messe das gemacht hat und in vielen Teilen finde ich es auch gut. Ich hoffe nur, dass man jetzt da auch im Nachgang nochmal guckt, ob es denn so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Wir beide, wir sind einfach dafür nicht die Zielgruppe, ja. Uns können sie uns könnten sie auch eine Messe hinstellen und sagen, ja, du hast die Kennerspiele in Düsseldorf, die Familienspiele in Essen, fahr mit dem Shuttlebus hin und her, wir würden es trotzdem machen. Das Witzige ist, so wir würden uns beschweren, das viel zu lange dauert. Warum muss ich jetzt eine halbe Stunde Bus fahren, aber am Ende geil, weil da sind noch mehr Spiele und da würden wir gar nicht drüber diskutieren, aber wegen ihren Spielen da sind. Ja, ich weiß es schon. Ja. Das ist krass. Du musst da mal die Tagesbesucher tatsächlich abholen und nicht den Dauerkartengast, dem. Und da die Meinungen wären echt interessant zu wissen, wie der das sieht. Ja, das müsste man eigentlich mal eruieren, ne? Ja, stimmt. Gibt ja. Alle, die irgendwie sich die Boardgame-Geek-Liste angucken und sich durch 1500 Neuheiten durcharbeiten, was sie interessiert, denen ist scheißegal, wo in dieser Halle oder in welcher Halle ihr Anlaufpunkt ist, solange sie es vorher wissen. Dem ist das Hallenkonzept auch fast egal. Ja. Weil der macht sich, also die App, das muss man ja auch mal sagen, die App, die kann man jetzt ja auch mal an der Stelle erwähnen, die neue Spiel, die Messe-App, war ja tatsächlich deutlich besser als, die wurde ja wirklich geupgradet. Ne? Also ja. Auch mal positiv zu erwähnen, man konnte da durch die Hallen navigieren. Ja, das habe ich sogar zwei, dreimal genutzt. Also tatsächlich, weil ich ja so ein Mensch bin, ich komme mit diesem Gang- und Ziffernsystem überhaupt nicht klar, aber doch nie. Ja. Vor allen Dingen, das Beste war, jetzt muss man erzählen, das Gang- und Ziffernsystem, wir haben die Gänge gesucht und wir sind dann ja dann immer, wo ist denn hier A und B, in welche Richtung wird sie größer und kleiner und weiß nicht, wie oft wir davor standen und das gemacht haben, ne? Und dann höre ich in dem Interview, und da musste ich innerlich, habe ich gedacht, kann ich gar nicht ernst meinen, dass man diesmal ja, Verzeihung, die Standnummern viel geradlinier gemacht hätte, damit man eben nicht mehr diese verwinkelten Gänge hatte, damit man Standnummern besser finden kann. Ja. Da habe ich so gedacht, welcher Messe waren die denn? Aber das ist nicht nur diese Messe ein Problem für mich, das fände ich immer schon schwierig, weil dann hast du nämlich, du hast halt nie irgendwie einfach ein komplett gerades Raster, sondern läufst den Gang durch und dann stehst du an der Längsseite von einem Stand und dann geht das irgendwie am Stand wieder rechts und links weiter mit dem nächsten Gang und dahinter geht's halt wieder mit der normalen Nummer weiter. Oh, hör mir auf, ey. Aber da ist die App halt gut. Du sagst, ich stehe gerade vor AEG, sag mir den Weg zu Pegasus. Dann hast du zwar keine Echtzeitnavigation gehabt, aber halt die gestrichelte Linie auf dem Messe, auf deinem App-Plan, wo du dich dann orientieren konntest, wie du laufen musstest, und dann ging's dann. Also ich habe das nicht ständig gebraucht, aber so zwei, drei Mal habe ich mir gedacht, boah, jetzt gibst du das ein, bevor ich mich jetzt hier so blöd absuche, wo jetzt 3x112 ist. Ja, finde ich absolut gut. Also, dafür war das echt super. Ne? Du konntest halt auch schön deine Neuheiten alle raussuchen. Also, obwohl nicht alle Neuheiten in der App gelistet waren, was aber, ich denke, dann einfach auch an den Spieleverlagen lag. Ne? Weil je nachdem, wann die Sachen gemeldet haben. Obwohl, gefühlt, jedes Mal, wenn du die App neu aufgemacht hast, erstmal ein Update gezogen wurde. Ich hab ein Update, ja, immer so ein paar hundert Kilobyte Update. Da wurde mir wahrscheinlich irgendwas nachgereicht. Aber egal, also ich fand die trotzdem ziemlich gut. Da gibt's natürlich sicherlich Verbesserungspotenzial, kann man sicherlich immer noch drüber reden. Aber ich fand, da merkt man halt schon, dass da was passiert an der Stelle. Das muss man einfach auch mal sagen. Das finde ich stark. Also
die App war dieses Jahr deutlich, deutlich besser nutzbar als im letzten Jahr, muss man. Und ich glaube, die haben auch einige genutzt. Also das habe ich oft gehört. Also die App war in ordentlich Betrieb, so muss ich sagen. Ich meine, es ist ja auch einfacher, wenn du ein Spiel suchst, die App aufzumachen, den Spieltitel einzugeben. Ja. Anstatt dir das Spielbox-Sonderheft zu nehmen und die Neuheitenliste durchzusuchen. Ja? Also ganz ehrlich, das, ich möchte jetzt nicht die Spielbox schlechter machen, als sie ist. Ja. Aber die Spielbox habe ich persönlich schon lange nicht mehr genutzt für die Messe. Das funktioniert für mich schon lange nicht. Einfach, weil du einfach so ein Heft nicht die ganze Zeit aufmachst. Ja. Das ist das. Das ist echt nicht böse oder. Ne? Das hat gar nichts damit zu tun. Und eine gute Zeitung und ein guter Service. Aber für mich persönlich ist halt, wenn ich digital schnell suchen kann, ich suche das Spiel, ich habe davon, oder du hast, hörst mal von irgendeinem Spiel, dann hast du das schon angeguckt und er weiß gerade selber nicht, wo es ist. Ja, oder weiß jetzt nicht. Ich nehme die Zeitung, dann, ich krieg die Spielbox ja vorher und ich muss sagen, ich lese die quasi zur Messevorbereitung. Ja, macht auch da voll. Da guck ich da rein. Ja, also das ist natürlich jetzt, wenn man die abonniert hat, kriegt man halt auch die Messeausgabe schon im Vorfeld. Und dann hat man natürlich auch gute Möglichkeiten, sich das mal anzugucken. Ne? Klar, aber ich meine, gut, aber ich gehöre ja auch zu den Leuten, die auch die BGG-Liste, also ich habe die BGG-Liste nicht komplett durchgearbeitet, das ist mir too much, ja. Also ich, das muss ich sagen, es gibt Leute, die machen das und ich habe ernsthaft Respekt vor Menschen, die das tun. Ich mach's nicht. Dabei kann man die so schön einmal subscriben und dann immer, wenn was Neues kommt. Bist du informiert, ne? Hm. Ja, dann kriegst du auch eigentlich schon eine echt gute Sache, ja. Nee, das ist auch eine gute Sache. Ist und dann geht's ab. Ja, also ich finde das ja auch eine gute Sache. Also, um Gottes Willen. Also, die Liste ist toll. Und, wir haben ja hier auch in unserem Podcast drüber. Die haben wir auch benutzt. Die Liste. Hier, um da nochmal ein paar Sachen anzugucken und so weiter. Also ich zumindest habe die ja auch immer aufgehabt dafür. Ne? So ist es ja nicht. Also ist schon Bock drauf. Also ist schon eine tolle Sache. Ja. Ja, jetzt haben wir eigentlich über den Donnerstag gesprochen, nur über den Ersteindruck und wir sind eigentlich irgendwie völlig von Höchstgen auf Stöcksgen gekommen. Sind wir eigentlich noch am Donnerstag oder? Ich habe keine Ahnung. So richtig. Ich glaube, also, wir sind irgendwo. Wir haben über keinen unserer Pressetermine geredet, aber ihr könnt euch auch auf YouTube angucken. Das ist auch nicht so spannend, was jetzt wir dann, also jetzt sage ich, es ist schon spannend, was wir da beredet haben, aber es ist jetzt nicht so spannend, hier nochmal wiederzugeben, was in den Interviews passiert ist. Nee, das nicht. Ich glaube, wir wollen ja auch das drumherum erstmal so ein bisschen abklappern, ne? Und das haben wir jetzt ja auch so ein bisschen, machen wir ja auch gerade schon so, ne? Also das drumherum war schon, ja, stark. Also es macht auch, die Messe hat einen guten Job gemacht mit der Hallenaufteilung, finde ich. Und das wird hoffentlich auch so bleiben. Davon ist ja ganz hart auszugehen, dass das so bleibt. Und wäre ich auch ein starker Verfechter davon, muss ich sagen. So, ganz klare Ansage. Ein klares Ja zum Hallenkonzept. So. Ja. Müssen wir haben. Ja, okay, also dann haben wir das ja auch schon so ein bisschen schon abgefrühstückt, ne? Ja, ich meine, gut, spielen auf der Messe, ein bisschen was haben wir gespielt, aber das ist natürlich auch nicht so ganz einfach, ne? Es ist natürlich relativ voll. Es gab zwar viel Spielfläche, aber die ist natürlich auch um 10.30 Uhr so hart belegt, da kommt man dazu nicht viel. Was sagst du zu, was hast du für einen Eindruck, war das diesmal mit Verfügbarkeit von Spielen? Das ist ja auch immer ein Riesenthema, also die letzten Jahre ja immer ein Riesenthema gewesen. Dieses, kommst du am Donnerstag, kriegst du noch alles, also Donnerstag um 9.30 Uhr so ungefähr, oder komme ich samstags und kann die Hype-Titel eigentlich schon gar nicht mehr bekommen? Generell würde ich sagen, mein Gefühl ist, dass die meisten Verlage doch genug mit hatten und dass viel mehr auf Tageskontingent gesetzt wurde als noch im Vorjahr. Ja. Den Eindruck hatte ich auch. Und natürlich gab es auch in diesem Jahr den ein oder anderen Titel, der Donnerstag im Grunde weg war, bevor die Messe aufgemacht hat. Musste ich leider auch im eigenen Leibe spüren. Aber
Das finde ich auch eigentlich nicht korrekt von den Verlagen, muss ich sagen. Aber das ist deren Politik, denn da möchte ich mir gar kein großes, keinen irgendwie jetzt bloßstellen oder sonst irgendwie, wer es gemacht hat und wer es nicht gemacht hat, das muss jeder Verlag am Ende selber wissen. Aber, nee, das ist schon klar, ne? Im Grunde. Das müssen die wirklich selber wissen, ja. Und die wollen das alle, also sie sind am Ende froh, wenn sie den Zeugs abverkauft haben, um es böse zu sagen, aber ich habe das Gefühl gehabt auch, dass insgesamt die Lieferengpässe zurückgegangen sind, was halt alles da ne, zustande gekommen ist, auch durch die Pandemie. Und dass die meisten Verlage schon darauf vorbereitet waren, dass es eine höhere Nachfrage gibt und man eben nicht nur mit 100 Spielen da war. Also den Eindruck hatte ich auch. Ne? Die waren schon ein bisschen besser vorbereitet. Ne? Die Frage ist halt immer, wie viel nehme ich mit? Wie schnell bin ich ausverkauft? Wie viel kaufen die Leute? Ne? Das ist natürlich auch immer so eine ganz fiese Kalkulationsfrage. Ne? So, ich frage mich auch, ob so ein Spieleverlag, wenn so ein Hype entsteht, es gibt ja manchmal so Hypes einfach, ne? Ob die das mitkriegen. Ich meine, klar, das Feuerland Archinova, die Erweiterung, dass das weggehen wird wie warme Brötchen, ist ja klar. Ich glaube, das war jetzt nicht so eine Riesenüberraschung. Aber ich sag mal, weiß so ein kleiner Verlag, dass sein Titel auf einmal so in aller Munde ist? Ich glaube schon, dass das sehr viele Verlage mitbekommen. Was du aber nicht vergessen darfst, ist, dass wir halt vom Produkt reden, ja. Wenn du jetzt kannst, du produzierst 1000 Spiele, dann kannst du noch so einen Hype haben, ja? Du hast diese 1000 Spiele, du kannst nicht beim Hersteller anrufen, ich brauche morgen noch mal 1000. Das ist richtig, das ne? geht nicht. Die wirst du nicht kriegen, ne? Richtig, das heißt, wenn du, je nachdem, wann du deinen Hype bekommst, ja, hast du entweder das Glück, dass du rechtzeitig deine Produktionsauflage noch erhöht kriegst, oder du verkaufst halt deine 1000 Spiele ab. 1000 ist ja dann schon viel, was es für ein Verlag ist, ja, aber, ne? Aber du verkaufst sie dann halt ab und da machst du halt nichts gegen und freust dich. Ja. Ja, alles ist weg, ja, klar. Ich meine, du willst als ausländischer Verlag ja auch nicht alles zurückfahren, ne? Das ist ja klar. Ja, das ist natürlich auch eine Sache. Du willst das nicht zurückfahren, aber. Ja. Also es gab schon ein paar Titel, die einfach wegfahren. Ne? Ja. Und es wird auch Verlage geben, die glauben, sie haben einen guten Titel und 90% ihres Bestands wieder mit nach Hause nehmen müssen. Ja, wirst du auch erleben. Wahrscheinlich schon, ja. Und natürlich, ja, schwierig. Wenn du auf die Hype-Titel aus bist, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du leer ausgehst, als wenn du über die Messe gehst und auf der Messe für dich einen Geheimtipp entdeckst. Die jetzt noch keiner so wirklich auf dem Schirm hat. Aber das ist richtig. Ist halt nicht nur bei Brettspielen so, ja. Was viele haben wollen, ist halt auch schneller weg. Ich meine, ich muss sagen, aber was man ja immer mehr machen kann, ist Pre-Ordern. Ja. Ne? Das ist halt, das habe ich ja tatsächlich auch bei manchen Spielen gemacht. Es war eigentlich fast nie nötig am Ende des Tages so. Obwohl ich jetzt auch zum Beispiel auch nicht weiß, also kommen wir vielleicht zu den Spielen, kommen wir gleich vielleicht jetzt auch gleich mal, ob die Spiele jetzt am Ende ausverkauft waren oder nicht, weiß ich nicht. Also bei ein, zwei weiß ich's, aber die meisten Sachen gab's glaube ich am Ende auch noch. So, aber trotzdem, ja, wenn das für mich persönlich ein Titel ist, den ich auf jeden Fall haben möchte, dann und der Verlag bietet den Pre-Order an, dann ist das super, weil dann mache ich das einfach und dann habe ich das Spiel nämlich safe. Ja. Wobei du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass die Messe für viele halt auch dieses Entdecken ist. Ja, Pre-Order ist im Grunde das ist nicht ganz das Gleiche, wie wenn du in Kickstarter oder in Crowdfunding halt reingehst, aber du kaufst halt ein Spiel blind aufgrund einem Pitch. Aber machst du das nicht öfter auf der Messe? Ganz ehrlich? Ja, natürlich machst du das. Deswegen sage ich also, wenn du den Pre-Order machst, kaufst du halt aufgrund von Pitch, ist keine Garantie, dass es am Ende gut ist. Ne? Und es gibt auch sehr viele Messe-Besucher, die halt lieber sagen, ich spiele jetzt mal eine halbe Partie an, um Eindruck zu haben, bevor meine 60 Euro ich über den Tisch gehen. Absolut nachvollziehen, ne? Absolut. Aber absolut. Du hast schon recht, es ist schon gut, wenn das ein Verlag auch anbietet, dir
eine Pre-Order anbietet und sie dann auch in gewisser Weise wissen, ja, zahlt X, kriege ich auf jeden, kann ich hier schon mal mit hinbringen und kriege ich auf jeden Fall los. Ja, ist natürlich auch eine gewisse Sicherheit, ne? Das stimmt. Ja, das stimmt. Gibt dir ja auch, ich sag mal, als Verlag, denke ich mal, auch ein gewisses gutes Gefühl, ja. Wenn du jetzt 500 Kopien mit hast und du weißt, ja, 200 davon habe ich schon mal verkauft, dann gehst du ja schon mit dem Rückenwind dahin. Und mit, ja, das auf jeden Fall, du weißt ja schon mal, oh, es gibt auf jeden Fall Interessenten für mein Spiel. Und je nachdem, wie hoch die Pre-Order-Zahl ist, kannst du ja schon mal sagen, okay, das scheint irgendwo auf dem Schirm zu sein, ne? Na, ja. Sie dann ist wahrscheinlich dann fast so auch, zu spät, ja. Ja, du kommst halt aber auch als Verlag, glaube ich, dann schon mal auch mit einem, nochmal mit einem, mit mehr Euphorie auf die Messe, wenn du irgendwie schon mal das Gefühl hast, mein Spiel interessiert die Leute. Hm. Das stimmt. Ja, spannend. Ja. Ja, was kann man sonst noch sagen? Ja, unsere Termine, wie gesagt, sagen wir, guckt euch in den Videos einfach mal an, hier über den Dice Brothers YouTube-Kanal. Genau. Dann gab es noch das Meet and Play am Samstag. Da haben wir jetzt kein großes Video zu gemacht. War wieder eine geile Sache, war ordentlich voll. Da waren bestimmt 500 Leute in der Halle zwischendurch. Ja, das war auch richtig nicht ganz gut. Einfach. Es war auch nicht ganz so nur das Content Creator unter sich treffen, wie im letzten Jahr, hatte ich das Gefühl. Es war immer noch viel, dass man auch mit den anderen Content-Creatern sich ausgetauscht hat und ist sicherlich auch ein Grund für diese Veranstaltung, ne, dass man auch mal mitkriegt, wer da draußen macht noch so Brettspiel-Content und wen kennt man noch nicht und wer ist interessant. Ich habe vergessen, ich hab die Karte irgendwo liegen von dem Michael, von dem anderen Podcast, mit dem super schweren Namen, irgendwas mit T. Tabula Ludo. Ja, genau. Tabula Ludo. Super. Ja, das war ein super interessantes Gespräch und da hat sich auch für uns so ein bisschen die Möglichkeit einer Zusammenarbeit daraus ergeben, weil er in einem Bereich unterwegs ist, der ja uns gesagt haben, da müssen wir mal mit jemandem drüber reden, der sich da auskennt. Wargames. Ja, und klar, du bist halt so ein bisschen, wir treffen uns oder wir quatschen innerhalb der Bubble, aber es waren diesmal auch sehr viele Leute da außerhalb der Bubble und die auch gezielt zu den Content-Creatern gegangen sind, zu denen sie wollten. Ja, ich meine, sagen wir mal, Better Board Games, die ja sehr, sehr groß sind, ich glaube, die hatten da so eine Selfie-Station aufgebaut oder so, ne? Das war natürlich schon geil. Irgendwie, da war auch einiges los, muss man auch sagen. Ich meine, gut, die haben natürlich auch einen Riesen-Channel, ne? Da muss man auch dazu sagen. Ne? Ich bin aber auch froh, dass wir von uns gesagt haben, wir sind dieses Mal nur die 2 Stunden da. Hat auch völlig gereicht. Wenn wir mal 2000 Abonnenten haben, dann im nächsten Jahr gucken wir mal, ob wir wieder 4 Stunden anbieten, aber. Da müssen wir einfach mal gucken, ne? Also ich fand zum Beispiel, also es gibt ja so kleine Momente, die einfach geil waren. Da war jemand, der kam dann an und meinte, ich habe noch eine Aufgabe von meiner Frau bekommen, du darfst nicht ohne Foto mit den Dice Brothers nach Hause kommen. So. Und das finde ich dann halt ganz geil, wenn sowas passiert, ne? Sowas macht halt Spaß. Da finde ich natürlich auch mega witzig, freue mich auch ein bisschen drüber natürlich, kann ja nicht anders sagen. Das haben wir natürlich auch gerne gemacht, so, ne? Ich finde auch so eine Geschichte spannend. Großartig. Die Housies hinterher dann geschrieben haben. Was haben sie gespielt? Caramba, wie heißt das von Amigo? Ja, nicht Caramba, wie heißt denn Karubo, nee, wie heißt das denn jetzt? Wo die ja irgendwas, Die sind ja schon so abgegangen, bevor der Livestream da war, und dann ist der Messe-Livestream halt, darauf eingestiegen und ja, wenn dein Amigo nach so einem Livestream quasi leer gekauft wird, so einer Community-Aktion da jetzt mal leer gekauft wird, ja, das ist ja auch schon, das freut mich dann auch, egal wem das aus der Bubble halt gelungen ist und ne. Ja, das ist halt stark, ne? Obwohl ich ja immer frage, ich finde schon spannend, was ich viel spannender finde, ist ja die Frage, wer guckt sich den Messe-Livestream von der Messe aus an? Weißt du, was ich meine? Also ich meine, da muss ja, wenn sind sie am nächsten Tag leer gekauft worden. Okay, check, dann ja. Aber wenn du sagst, ich sag mal, Amigo wurde überrannt, weil alle diese, ich sag mal, überrannt in Anführungsstrichen, ne, wurde auf jeden Fall ordentlich frequentiert auf einmal, weil dann dieses Spiel bei denen da war.
Ja, wurde am nächsten Tag. Am nächsten Tag, okay, ja, das ist doch okay. Okay, ja, dann sonst hätte ich nicht gesagt, das ist schon ein bisschen befremdlich. Wer guckt denn auf der Messe den Livestream an? Also das nichts für ungut, aber das eigentlich machen wir das ja nicht, oder? Ich denke das gerade so vor, du läufst über die Messe, guckst über den Livestream, um was von der Messe zu sehen. Das ist schon, also so voll war es nicht, dass das nötig war. So. Ja, gut. Okay, das wird das. Auf jeden Fall, Meet and Play war wieder eine coole Sache. Ja, ich weiß nicht, ob man da 4 Stunden sein muss, aber man kann ja auch einfach länger bleiben. Weißt du, was ich meine? Also, wir sind nicht gezwungen, ja, dann wollte ich für 2 Stunden angehen. Wir sind ja auch nicht um Punkt 4 da weg gewesen, über diese 2 Stunden, die wir angehen. Das ist halt die garantierte Zeit, wo man dann noch da sein sollte. Man sagt mir, das ist Zeit, wo man auch ansprechbar sein sollte für seine Community, ne? Das ist richtig, ja, genau. Das auf jeden Fall. Also, es war schon eine geile Sache. Also, es waren schon coole Leute, die man da so, mit denen man so quatschen konnte. Ja, war eine geile Sache. Ich finde, das ist immer ein tolles Ding. Also, wenn ihr das nächste Mal Zeit habt und bei der Messe seid, kommt bitte, bitte vorbei. Wir laufen da zwar als Dice Brothers, aber wir sind natürlich alle da. Ne? So. Das heißt, man kann auch den Swamps Podcast offiziell dort treffen. Richtig. Was ja fast deckungsgleich ist. Aber nicht so ganz richtig. Also von da aus. Das Witzige ist, wir sind jetzt Dice Brothers angemeldet. Der Johannes hat noch unser Blockspiele-Logo anstatt das Dice Brothers. Also. Ja, weil der Monkeys. Wir sind ja der YouTube-Channel von Blockspiele. Richtig. Also, das ist schon in Ordnung. Also das kann man durchaus machen. Wir sind da schon als alles. Nicht nur. Ja, wir sind eigentlich nicht als, nur für das eine Medium. Als Blockspiele-Imperium treten wir da auf. So melden wir uns das nächste Mal an. Ist eigentlich ein sehr kleines Imperium. Das Blockspiel-Imperium. Ja. Ein kleines Imperium. Aber man wächst ja stetig. Naja, gut. Ja, auf jeden Fall coole Sache. War eine geile Sache. Und ansonsten würde ich zu Meet and Play jetzt auch nicht mehr so viel erzählen wollen, ehrlicherweise. Ja. So, bist du wenigstens voll beladen von der Messe gegangen? Jeden Tag. Aber immer noch so, dass man es tragen konnte. Huch. Ist das eine Kritik? Nein. Ich wollte damit nur sagen, dass ich es nicht übertrieben habe mit dem, was ich gerne oder was ich in meine Taschen gepackt habe. Okay, das klingt ja gut. Ich kann damit leben, wenn jemand sein VW-Bulli jeden Tag voll beladen hat. Weißt du, was ich gerne sehe? Du wirst es mir jetzt sagen. Ja, bei Facebook, wenn dann Leute ihren Messeloot zeigen und die völlig eskaliert sind, weil da komme ich mir immer gut bei vor. Weil ich das dann nämlich immer denke, ich habe weniger. Geht dir das auch manchmal so? Ja. Das geht mir auch manchmal so. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ich eskaliert bin, ob man das so sagen kann. Also ich meine, ich habe jetzt auch nicht so wenig mit von der Spielemesse genommen. Aber zum Beispiel diesmal auch mehrere so kleinere Kartons, also mal Kartenspiele und so weiter, die ich sonst ja eher nicht so hatte. Tatsächlich. Und ich hatte halt tatsächlich diesmal ein bisschen von dem Pre-Order, das ich ja eben schon mal erwähnt habe, auch genutzt quasi, so, komischer Satz jetzt. Und und dadurch hat es natürlich ergeben, dass ich donnerstags das alles schon eingesammelt hatte. Dadurch hatte ich donnerstags natürlich eine echt volle Tüte. Aber das war irgendwie auch okay. Und danach wurde es gar nicht mehr so schlimm. Fand ich zumindest. Ja, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, was du jetzt da alles eingeheimst hast. Ja, also gepreordert hatte ich. Jetzt muss ich gerade mal hier gucken. Ich sitze ja noch quasi fast dazwischen, zwischen den Sachen hier. Gepreordert hatte ich zum Beispiel bei DLP Games Evenfall.
Das hatte ich gepreordert. Und wenn man jetzt so den ganzen Content-Creatern zuhört, die hatten das alle nicht auf dem Schirm bis zur Messe. Mhm. Das sind keine auf dem Schirm. Und viele sagten, dann habe ich das auf der Messe kennengelernt oder gesehen und da haben gedacht, wie konnte man das nicht auf dem Schirm haben? Ja, sag ich, das war krasser, das hatte ich nämlich direkt gesehen irgendwie und mich hat das sofort angetickert, ne, das ist so, ja, das Artwork ist einfach komplett meins, ne, das muss ich einfach sagen. Ja, also das hatte ich vorbestellt, dann hatte ich vorbestellt, oder gepreordert, wie man so schön sagt, das, so ein kleines Stichspiel Aurum von Pandasaurus Games, das hatte ich gepreordert. Dann Footprints von Chili Fox. Das war übrigens am Ende auch ausverkauft. Das gab es nicht mehr. Tatsächlich. Footprints ist so ein auch so ein Rennspiel. Da habe ich mir vorhin schon mal die Regeln so ein bisschen durchgelesen. Genau, du musst halt so, ne, musst halt mit so deinen Stamm quasi. Es geht hier um die Schmelze, das taut hier von der Eiszeit und das wird überflutet, das Land. Du musst halt gucken, dass du deine Schäfchen ins Trockene bringst. So ein bisschen so. Wettlauf nach Eldorado mit Plus, so, mit ein bisschen mehr Regeln. Mhm. So. Ganz cool. Dann, was hatte ich hier noch gepreordert? Mensch. Ach so, ja, dann hatte ich mir gepreordert, das auch sehr schräges Ding, Tequila, einmal, ein Roll and Ride. Da muss man so seine, ja, wie soll ich gerade sagen, Whisky-Farm machen, aber du musst halt, Whisky herstellen, also Roll and Ride, fand ich irgendwie mega cool. Sah, vom Thema her war das einfach mal was anderes, dachte ich. Und auch so ein sehr kleiner Verlag, hier Primi Genio oder so ähnlich heißen die, ein spanischer Verlag. Und da habe ich gedacht, naja, gut, ob das da noch an Tag 3 da ist und so. Dann habe ich mir gepreordert Jekyll and Hyde vs. Scotland Yard. Ich glaube, das war noch relativ lange da, aber das gab es, glaube ich, am Ende auch nicht mehr bei Nice Game Publishing. Okay. Das ist ja quasi der Nachfolger von Jekyll and Hyde. Nur diesmal spielt man es kooperativ gegen Scotland Yard halt. Und so ein bisschen Storytelling-mäßig soll das sein. Fand ich sehr spannend. Und dann habe ich noch eins gepreordert, das hat da irgendwie auch keine Sau auf dem Schirm. Bei Ludo Nova, das nennt sich Fictions, Memoirs of a Gangster. Das hat so ein kooperatives Spiel, wo du halt so als ja, so als Gangster so die Herrschaft über die Stadt erringen muss. Und das ist so ein bisschen so palpig, weißt du? So, das war mal was auch komplett anderes, habe ich gedacht. Das hat mich auch sofort angesprochen. Das muss ich auch mitnehmen. Also vorbestellen. Man konnte das pre-ordern, sagen wir es mal so. Ja, und das, glaube ich, waren so ein bisschen meine Pre-Order. Mehr war das gar nicht. So. Aber das sind Sachen, die habe ich halt Donnerstag alle mit von der Messe genommen. Also du hast gar nichts gepreordert, ne? Gepreordert habe ich tatsächlich gar nichts, das ist richtig. Ich meine, wenn man donnerstags kommt, braucht man das meistens auch nicht. Weil wenn man donnerstags da ist, kriegt man eigentlich noch alles. Auch relativ lang. Aber zumindest hatte ich den Eindruck. Zumindest hattest du dieses Jahr den Eindruck. Ja. Ich meine, klar, ein Spiel, das Veil of Eternity, was ich haben wollte, das gab es halt nicht mehr. Ja, aber ganz ehrlich, das war jetzt eins, ne? Damit kann ich irgendwie gut umgehen. Wenn ich da an letztes Mal denke, da waren es deutlich mehr Spiele, die es dann einfach nicht mehr gab und irgendwie, das war dann schon so ein bisschen frustriert irgendwie, ne? Mhm. So, aber diesmal war das halt eins und ja, eins ist irgendwie immer, weißt du? So, das macht nichts. Das darf halt auch passieren. Meinetwegen. Wenn das jetzt mit mehreren Spielen passiert, wäre blöd. Also ich glaube, wenn man bestimmte Hype-Titel haben möchte, darf man nicht sonntags kommen. Nur sonntags kommen. Das funktioniert nicht. Da gebe ich dir recht, das funktioniert nicht. Die Frage ist halt auch, aber es gibt ja auch so eine gewisse Entwicklung, ne? Also früher war das, also früher, ich meine, das klingt jetzt hier so nach den guten alten Zeiten, aber so gut waren die alten Zeiten nämlich gar nicht, was das angeht. Früher war es nämlich tatsächlich so, dass wenn so ein ausländischer Verlag so ein Spiel gebracht hat, dann musst du schon gucken, dass du es auf der Messe bekommen hast, weil so nach war das irgendwie nicht mehr für dich verfügbar irgendwie, ne? Heutzutage, und das ist natürlich auch die gute Entwicklung daran, wird ja super viel lokalisiert. Also wirklich super viel. Ja. Es gibt ja sogar eher der kleine Teil, der nicht lokalisiert wird.
So, ja. Ne? Also man kann, wenn das ein Spiel gut ist, kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass man es irgendwann auch auf Deutsch bekommt. Zum Beispiel. Ja, und dann läuft es einem dann doch nicht weg am Ende des Tages. So. Nee, gab es ja von vielen Spielen jetzt schon die Nachricht, kommt auf Deutsch, kommt auf Deutsch, kommt auf Deutsch. Finde ich übrigens auch eine gute Entwicklung, dass zum Beispiel, ich glaube, Cosmos jetzt schon gesagt hat, welche Spiele da auf Deutsch kommen. Zum Beispiel Sky Team, das haben wir uns beide ja auch gekauft, da habe ich auch richtig Lust zu auf das Spiel. Das ist kooperative Zwei-Spieler-Spiel, wo man Flugzeuge auf verschiedenen Flughäfen landen muss. Finde ich ein mega cooles Thema irgendwie. Ich kann es gar nicht sagen. Also das finde ich richtig spannend. Aber wird auf Deutsch kommen. Ist ja, zum Beispiel auch das Penguin Airlines. Das war ausverkauft. Samstag schon. Und da stand dann auch schon dran, nächstes Jahr auf Deutsch. Kommt ja, wohl zum Beispiel. Ne? Kommt wohl beim Frechverlag. Ja, schön. Ne? Ist ja auch cool. Und da gibt's ja noch viel mehrere Kandidaten von, ne? So, also da kommen viele Spiele, kommen halt auch nochmal auf Deutsch, ne? Aber ich muss sagen, ja, weiß ich nicht. Also mein Englisch ist halt nicht so schlecht, dass ich sage, ich brauche das unbedingt auf Deutsch oder was. Und wenn ich jetzt Bock drauf habe, dann ist es halt okay. So, ne? Dann hast du halt jetzt Bock drauf, ja. Ja, genau. Und vor allem, wenn die Spiele sprachneutral sind, das Einzige, was ich mir nicht auf Englisch holen würde, wären so Storytelling-Games, so richtige Storytelling-Games, weil ich dann immer denke, naja gut, das müssen ja auch noch Leute mit dir spielen irgendwie. Und ja, das ist dann schon ein bisschen schwierig, ne? Wenn dann irgendwer keinen Bock auf Englisch hat, wird's halt schon übel, ne? Ja, gut. Ja, okay. Hast du denn sonst irgendwie jetzt mal ein bisschen auf die Spiele zu kommen, bevor wir jetzt zu sehr reinquatschen, hast du denn irgend so ein Highlight mitgenommen, wo du sagst, wow, Gott sei Dank, das habe ich bekommen oder das ist das, worüber freue ich mich richtig, dass in meiner Tasche gelandet ist? Ja, wo ich halt echt Bock drauf habe, ist das Kutna Hora von Edition. Das sah halt richtig, richtig gut aus und ja. Das finde ich zum Beispiel gar nicht, ne? Könnte doch, das ist ja schon. Das Cover finde ich geil. Das Spielmaterial finde ich sieht überhaupt nicht gut aus, muss ich gestehen. Findest du? Da find also ich so, ist, ja, finde ich halt ganz im Gegenteil. So, es ist jetzt nicht so der absolute Hingucker, aber es ist halt sehr funktional und dann passt es ja halt auch sehr gut zusammen. So vom Aussehen. Genau, funktional ist ein schöner Ausdruck. Ja, funktional ist ein schöner Ausdruck. Du bist ja so, es muss mal alles Kickstarter High Gloss sein, sehr oft bei dir. Ja, ich übers Auge spielt bei mir mit, ja. Das gebe ich zu. Obwohl ich mir jetzt zum Beispiel, ist ja keine Messeneuheit, Subterra 2 mitgenommen habe bei Schwerkraft, obwohl das auch noch relativ neu ist, das Spiel. Das ist jetzt optisch auch nicht so ein Hingucker, finde ich aber trotzdem spannend. Nein, also ich habe es jetzt ja nicht gespielt. Ich meinte eher mit das auch tatsächlich, mit das sah ganz gut aus von dem, was was es kann. Was es kann und ja. Worum es geht. Und ja, da scheint eine Menge Spiel drin zu sein, wo man sich auch mehr als eine Partie mit beschäftigen kann. Das ist auf jeden Fall eins. Das glaube ich gern. Ding, wo ich mich echt drauf freue, wenn die auf den Tisch kommen. Dann auf jeden Fall, wie gesagt, schon das Sky Team, hast du ja auch gerade schon gesagt. Ja, habe ich auch massiv Bock drauf. Von die Promo finde ich geil. Das ist ja der Flughafen Düsseldorf. Ja, finde ich großartig. Naja, das ist jetzt so ein Spiel, wo ich sage, das sollte jetzt auch nicht ewig hier dann ungespielt liegen. Da habe ich echt Bock drauf. Und auf das Roll for the Great Old Ones, ne? Ja, darauf habe ich eigentlich auch massiv Bock. Ich muss allerdings sagen, das war natürlich schwierig an dem, wann war das an dem Freitag, wo ich irgendwie nur eineinhalb Stunden geschlafen hatte, haben wir das irgendwie um 17:30 erklärt bekommen oder so. Hm. Das war too much. Das, also, ich fand das super interessant, aber ich konnte nicht folgen, ne? So, das ging nicht. Also nicht richtig auf jeden Fall. Weil das schon echt, das ist nicht so ein Quicks oder so, sondern da geht's halt echt ab, so, ne. Da sind halt die Verkettungen zwischen den einzelnen oder zwischen den einzelnen Feldern, die Synergien und wie funktioniert das mit dem und so, die sind schon echt hart. Da muss man schon wirklich. Ja, da muss man schon gucken, was man macht und wie man es macht. Das ist richtig. Ja, ja, auf jeden Fall. Also finde ich super spannend, aber das ist nach eineinhalb Stunden Schlaf einfach nicht das gute Spiel. So. Ja, aber gut, was ist da schon gut? Ich glaube, da kann man eben noch Dorfromantik spielen am Ende des Tages irgendwie.
Ja, ja, finde ich aber auch spannend. Ein guter Pick, glaube ich. Ich hatte ja noch eins. Da reizt mich halt echt dieses, dass du sehr genau entscheiden musst, welche Würfel du nimmst, weil du halt kooperativ spielst gegen das Szenario und ja, allein diese Entscheidung, nehme ich jetzt den Würfel, der richtig gut für mich ist, das Szenario uns aber dafür richtig eine reinwatscht, oder bin ich mal so richtig Teamplayer dann und nehme bewusst eine schlechtere Aktion für mich, aber wir haben noch eine Chance auf den Gesamtsieg. Auf jeden Fall. Das finde ich sehr spannend, auf jeden Fall. Wer nimmt welchen Würfel, wo macht das am meisten Sinn und so. Ja, das fand ich schon eine coole Sache, muss ich sagen. Das klang für mich auch sehr gut. Tatsächlich. Ja, ja, wo ich ja, was ich ja direkt auf der Liste hatte, war ja bei mir zum Beispiel das City of the Great Machine. Mhm. Wo ich mich dann habe nochmal pitchen lassen vor Ort. Also nicht angespielt, aber pitchen lassen. Das hat ja auch ganz gut gemacht, das Mädel, das das da gemacht hat, muss ich wirklich sagen. Und wo ich dann vor dem Spiel stand, da gab es ja direkt so eine Erweiterung und da war natürlich wieder klar, das sind unsere letzten so, ne? Das war, wann war das? Am Donnerstag wahrscheinlich wieder, ne? Das war bestimmt am ersten Tag und es hieß schon, das sind unsere letzten. Und dann war ich wieder am Hadern mit mir selber, willst du das jetzt machen? Weil das Grundspiel wolltest du ja schon haben, aber nimmst du ja direkt die Erweiterung mit oder lässt das direkt wieder sein? Und dann kam jetzt endlich die Stimme der Unvernunft in Form von Michael, der sagte, Junge, wenn du das jetzt nicht mitnimmst, mit Erweiterung, dann ärgerst du dich wieder nur rum, dass du die Erweiterung nicht mitgenommen hast. Recht hasse. Ja. Ja, recht hasse. Dann habe ich die Erweiterung auch direkt mitgenommen. War natürlich dann nochmal ein bisschen teurer. Ich meine, die zweite kleine Erweiterung irgendwie habe ich dann nicht mitgenommen, weil die klang irgendwie nicht so spannend für den Anfang. Und hat aber auch gereicht. Ja, bin ich jetzt sehr froh, dass ich das gemacht habe und fühle mich auch gut damit. So, finde ich stark. Ja, hast du da schon die Regeln reingelesen? Ja, nur mal ganz kurz ein bisschen, ja, mal kurz reingeblättert. Ich habe schon gesleeved oder ausgepöppelt. Also diesmal habe ich mir vorgenommen, schnell die Regeln so alle so von den, zumindest mal auch schon mal anzulesen von den ganzen neuen Spielen, dass man so einen Eindruck schon mal, noch einen besseren Eindruck hat und dann auch weiß und guckt, wann man was auf den Tisch kriegt. So, ne? Ich habe jetzt schon vor, das zu forcieren, dass die Spiele jetzt auch alle auf den Tisch kommen, damit wir da natürlich auch berichten können. Ne? Klar. Also City of the Great Machine freue ich mich sehr, dass das in meiner Tasche gelandet ist. Hatte ich auch auf der Liste, voll gut. Ja, so, guck ich mal. Und wo ich die Regeln schon vorgelesen habe, ist auch ein Pick, worauf ich mich sehr freue, dass ich mir das gekauft habe, ist The Art Project. Mhm. Da freue ich mich auch sehr drauf. Da spielt man halt, da habe ich mir die Regeln auch schon durchgelesen, da gab es ein extra englisches Regelwerk zu, weil das eigentlich ein französisches Spiel ist. Und da ist man halt dieses Art Project und wir müssen der weißen Hand, das sind Kunsträuber, das Handwerk legen und müssen dann die verlorenen Kunstgegenstände zurückbringen. Das spielt man kooperativ, klingt sehr, sehr cool, sieht auch geil aus. Ist ein sehr ungewöhnliches Schachtelformat tatsächlich. Aber habe ich richtig Bock zu, freue ich mich drauf. Ja. Hast du einen Impulskauf gemacht? Nee. Tatsächlich, nee. So gesehen, oh Mann, muss ich haben? Oder so? Nee. Gar nicht. So richtig, nee, tatsächlich auch. Selbst das CTG, dieses Collectible Trading Card Dingsbums, hatte ich auf der Liste. Das wäre vermutlich ein Impulskauf geworden, wenn ich das nicht schon auf der Liste gehabt hätte. Ja, das war auch sehr cool. Ich fand auch den Designer cool. Ja. So ein typischer Kandidat für einen Impulskauf, aber wäre ja auch ein kleiner Impulskauf gewesen. Ne? Ja, 15 Euro hat es gekostet. Und ja, man muss halt eine wertvolle Sammlung aufbauen in dem Spiel und die Spielkarten sind dann auch angelehnt an Sammelkartenspiele, ne? War ja auch die erste Frage. Na, was erkennt ihr davon? Ja, war großartig. Also das war stark. Das fand ich mega gut. Irgendwie, ne? Also, das hat mir gut gefallen. Also ich fand, der war auch sehr sympathisch, hat das auch gut erklärt und der hat einem schon ein bisschen Begeisterung rübergebracht. Ich meine, gut, das können die Designer eigentlich alle. Aber trotzdem, ne? Also irgendwie schon cool. Ja, das ist dann halt der Vorteil, wenn du an Spieldesigner gerätst bei so einem Titel, der steht halt, der oder die
ne, steht halt anders hinter seinem Projekt als, ich sag mal, ein normaler Promoter. Der hoffentlich auch Bock hat, sein Spiel zu erklären. Oder das Spiel zu erklären, ja, aber ne, als Designer ist halt dein Baby. Auf jeden Fall. Und dann muss ich sagen, also ich habe quasi so eine Art Impulskauf gemacht. Da habe ich nämlich auf euch gewartet, ehrlicherweise. und da war der noch nicht da irgendwie. Dann war ich da an dem Stand und da war da der Kickstarter von Pest. Wurde da, der, die haben es ja irgendwie nicht zum Mess geschafft und nicht rechtzeitig fertig. Wie das dann bei Kickstarter öfter schon mal so ist, habe ich ja gehört. Und zu Pest gibt's halt auch so ein kleines, in der Welt von Pest, so ein kleines Solo-Game. Ja, Light in the Dark nennt sich das. Das ist von einem deutschen Autor, von dem Kai Stark, heißt der. Mhm. Und der war am Stand gerade. Der hatte da seine Standzeit irgendwie, wo der die Spiele versucht hat, einen Mann zu bringen und signieren und weiß ich nicht was alles, ja. Und ja, dann habe ich mir dann weiter, hier hast du Interesse an dem Spiel, wurde ich direkt angequatscht, hast du Interesse an dem Spiel hier, Autor ist gerade da und so. Ich denke so, ja, alles klar, gucken wir uns ja vor allem auf Deutsch unterhalten, ist nämlich ein Deutscher, bei Arcona Games erschienen, ja, ein Solo-Game. Da war ich ein bisschen skeptisch. Solo-Spiele, ja, mag ich auch ab und zu, ne? Und das ist Solo-Dungeon-Crawler-Game set in the world of Pest. Sieht halt mega geil aus, wenn du so ein Pest-Doktor spielst, ne? Also super dark, irgendwie das ganze Artwork und so. Und Dungeon-Crawler-Solo und dann kostet das ganze Spiel 10 Euro. Da hab ich gedacht, was? Da ist ja Schnapper. Da konntest du nicht widerstehen. Nee, da konnte ich wirklich nicht widerstehen. Das ist auch wirklich ein Schnapper. Da habe ich ihn natürlich gefragt, das Spiel gibt es natürlich nur auf Englisch. Dann musste ich mir natürlich, konnte ich mir die Frage natürlich nicht verkneifen. Du bist doch ein deutscher Autor, warum gibt es das Spiel nicht auch auf Deutsch? Liegt am Verlag. Der ist nämlich kein bisschen deutsch. Jetzt habe ich aber vergessen, ich habe gerade schon mal geguckt, ob ich sie gerade so finde, wo die herkommen. Habe ich jetzt aber nicht auf die ersten Dings, jetzt steht es hier in der Anleitung nicht drin. Auf jeden Fall ist der Verlag eben nicht deutsch und dann haben sie natürlich auch kein deutsches Spiel auf den Markt gebracht. Aber ich meine, gut. Englisch, habe ich ja gesagt, ist nicht das Riesenproblem. Aber das finde ich geil, das sieht echt gut aus. Also da ist wirklich viel Material drin und so weiter. Aber für einen Zehner kannst du gar nichts sagen. Wirklich, top. Ja. Light in the Dark. Coole Sache. Also ob es cool ist, weiß ich noch nicht. Aber der Preis, den fand ich cool. So. Nee. Das kann ich nicht anders sagen. Das war so ein Spontankauf, während ich quasi auf euch gewartet habe. Was wollten wir da gucken? Eigentlich das von dem Rosenberg, ne? Das Solarpunk-Spiel. Wie hieß es denn? Bei Game Builders. Ja, genau, von Game Builders, ja. Genau. Da wollten wir eigentlich hin, war aber komplett ausverkauft irgendwie, ne? Aber das war übrigens auch nicht mehr da, genau, stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich da gewartet und das war auf der anderen Seite von dem Stand quasi. Tatsächlich fällt mir dann im zweiten Gedanke ein, doch ein Spontankauf, ein, der nicht auf der Liste war. Ah, okay. Ja. Das Dino-Picknick von Bio Viva. Okay. Immerhin etwas. Fühlt mich auch direkt wieder besser. Ja. Das hat dem Zwerg so gut gefallen und dann. Ja, manchmal. Und dann war irgendwie so, ja. Ganz ohne Spiel darf der Zwerg ja auch nicht von der Messe gehen, ne? Nee, finde ich Obwohl auch. Obwohl er vorher schon glücklich genug war, nachdem er sein Pokémon-Promo-Deck bekommen hat. Geil. Aber du bist ja jetzt trotzdem jetzt nicht pleite, deswegen, sag ich mal, ne? Das klingt, oder? Ich sag mal so, sind Kinderspiele preislich? Oder das können wir ja vielleicht noch mal kurz so ein bisschen, können wir da vielleicht noch, wir sind ja auch schon wieder sehr lange dran, sehe ich hier gerade. Aber das können wir vielleicht noch 1,38, sagen. 1,38, haben das für uns. Ja, das stimmt. Wie fandst du die Preisgestaltung der Spiele? Insgesamt? Ich würde sagen. Konnte man Schnäppchen machen? Nee, nicht unbedingt bei denen. Also du vielleicht mit deinem Titel jetzt, aber. Ich meine, also das, ich wollte das jetzt gar nicht in den Ring werfen sogar. Nee, aber. So insgesamt, nein, richtige Schnäppchen. Die Zeiten. Also nicht bei den Neuheiten. Nee, ne? Was ich heute wieder von jemandem gehört habe, ist, was viele echt verwundert hat, dass tatsächlich Spiele, die letztes Jahr noch aktuell waren, jetzt schon verramscht wurden.
Ja. Teilweise Neuheiten vom letzten Jahr einfach verramscht. Oder 20, 30 Euro billiger schon waren als noch letztes Jahr. Das ist schon doch oft schon nach einem Vierteljahr so. Wenn je nachdem, was du haben möchtest, ja. Es kommt, aber es kommt einfach zu viel. Wenn jetzt auf der Messe die Leute wollen lieber eine von den Neuheiten haben als einen Titel vom letzten Jahr. Und die Gelegenheitsspieler haben da, glaube ich, einen echten Vorteil gegenüber den Vielspielern, was das angeht. Ja, weil denen ist das, da ist es ganz oft egal, ist das ein Spiel jetzt vom letzten Jahr oder nicht. Vielleicht habe ich letztes Jahr auch nicht gesehen, sondern wenn sie jetzt erst kennen, die freuen sich, wenn das Spiel dann einfach mal 30 Euro, 20 Euro günstiger ist als noch im Vorjahr. Ich habe das zum Beispiel gesehen, mir ist das aufgefallen, also ich habe darüber nachgedacht und es gab zum Beispiel beim Heidelbeer in dem Tunnel von denen, die hatten auch so einen kleinen Verkaufstunnel da, da gab es zum Beispiel das Deal with the Devil für 25 oder 30 Euro, ich weiß nicht ganz genau, vielleicht waren es nur 30. Und ich weiß noch, das war ja letztes Jahr in vieler Munde das Spiel, weil man es auch exakt nur mit 4 Leuten spielen kann und so weiter. Und ich glaube, es war doppelt so teuer. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, schon, das war schon ein krasser Unterschied. Ich meine, nicht, dass 30 Euro mal eben so, ne? Aber trotzdem, 30 zu 60 innerhalb eines Jahres ist eine Halbierung des Preises, ne? Das ist also schon nicht ganz ohne, ne? War ja schon krass. Gut, jetzt ist das wahrscheinlich auch deswegen, weil man es wirklich zu viert spielen muss. Wahrscheinlich noch eine spezielle Sache, aber ja gut, krass, dass das so also schon krass, was da so passiert in der Preisentwicklung. Ja, ansonsten, jetzt weil ich gerade noch irgendwas Wichtiges erzählen muss. Was habe ich noch in interessanten Spielen geholt? Ich habe natürlich noch mehr Spiele irgendwie mitgenommen, klar, was soll ich sagen. Aber ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen irgendwie. Also ich meine, klar, ich habe noch das, was ich mir auch noch mitgenommen habe, ist tatsächlich, weil es irgendwie, das kam ja auch erst Samstag an tatsächlich, weil der Schwerkraftverlag hat nicht alles direkt bekommen. Das ist das Terraform Mars Würfelspiel. Da konnte ich irgendwie nicht dran vorbeigehen. Das hatte ich aber nicht auf dem Schirm, weil es irgendwie nicht so richtig klar war, ob es da ist. Und Donnerstag, Freitag war es auch nicht da. Aber da ich Terraform Mars das normale Spiel gut finde, das Ares Expedition gut finde, habe ich gedacht, dann findest du bestimmt auch das gut. Ich bin gespannt. Ja. Ja, musst du dann ein Video zu machen, dann ist Terraforming Mars weiterhin komplett im Kanal. Tatsächlich. Das erste, ja doch, ist als Lieblingsspiel gelaufen. Ja, ist richtig. Ist komplett im Kanal. Komplett. Spannend. Ja, ansonsten muss ich sagen, also es war einfach wieder eine geile Messe. So, ne? Also, ich finde, es war, wenn ich das mal so ein bisschen resümiere für mich, es gab ein spielerisches Highlight, gab es nicht so richtig. Es gab nicht so einen Titel, wo ich gesagt habe, den vor der Messe, klar hatte ich so einiges, was ich mir pre-ordert habe, was ich gerne hätte und so weiter. Aber es gab nicht den Titel, wo ich gesagt habe, boah, wenn ich den verpasse, dann ist die Messe gelaufen. So, ne? Irgendwie. Das gab's nicht. Also nicht so diesen Super-Hype-Titel, wo man sagt, bei dem muss man aber gehabt haben. Ohne den darf man das Gelände nicht verlassen. Oder hast du sowas? Nee. Hatte ich auch überhaupt gar nicht dieses Jahr. Aber ich glaube, da sind wir auch nicht alleine. Ist mir auch im Vorfeld auch gar nicht so untergekommen. Also so ein Titel war aber wirklich alle drüber geredet hätten. Genau, den gab es, glaube ich, auch nicht. Also auch das, also es gab viel, klar, viel, auf vielen Listen haben sich so einige Titel wiederholt, aber niemand hat gesagt, boah, das ist aber das Spiel, was man haben muss, ne? So, tatsächlich nicht. Ist krass. Spannend. Bin mal gespannt, was vielleicht im Nachgang passiert. Wenn die Spiele jetzt alle auf die Tische kommen und die Leute das alles zocken und so weiter, welcher Titel dann vielleicht doch so ein kleiner Hype-Titel wird am Ende des Tages, wo alle am Ende voll begeistert von reden und sagen, das muss man holen, das muss man doch noch haben und so weiter. Jetzt ist mir aufgefallen, welche Spiele ich übrigens verpasst habe, was ich doch hätte, das habe ich irgendwie,
Verdammt. Welches denn? Ja. Das ist bei Albi erschienen. Das war so ein Sandbox-Game. Das wollte ich mir eigentlich noch angeguckt haben. Das ja, habe ich vergessen. Das, was wir im Vorfeld hatten mit M. Meinst du, ich komme gerade drauf. Ja. Nee, rote Medieval. Schachtel, ja, Medieval. Rote Schachtel, Löwe vorne drauf, genau. Medieval, ja. Verdammt. Jetzt, wo wir drüber sprechen, das wäre zum Beispiel so ein Titel gewesen, den hätte ich mir gerne mal genauer angeguckt. Tatsächlich. Also Sandbox und so. Vor allem fand ich Sandbox interessant, weil ich habe es auf der Neuheitenshow gesehen, der Spielplan sah super klein aus. Und Sandbox ist ja eh nicht immer so ganz einfach im Brettspiel. Und dann auch noch mit so einem super kleinen Brett. Spannend. Das interessiert mich immer noch sehr, muss ich gestehen. Ja, ergibt sich ja vielleicht die Möglichkeit, später nochmal dran zu kommen. Und ja, läuft bestimmt nicht weg. Aber trotzdem, das wäre jetzt noch sowas, wo ich gesagt habe, okay, da hätte man vielleicht nochmal einen zweiten Blick drauf werfen müssen. Aber also auch jetzt kann nicht als Hype-Titel oder so, ne, sondern eher als Neugierde. Ne? So. Nee, aber das stimmt. Also ich muss sagen, es war trotzdem, aber trotz allem eine schöne Messe. Wie immer. Vielleicht spielerisch ein bisschen Highlight-ärmer als sonst. Aber Leute trefftechnisch und so weiter war schon geil. Man hat an so vielen Stellen Hallo gesagt. Und auch im Nachgang habe ich hier Nachrichten bekommen. Oh, wir haben euch vorbeilaufen sehen. Wir wollten mal Hallo sagen. Haben wir aber nicht geschafft. Haben wir gerade in der Schlange standen. Schade und so weiter. Fand ich auch cool. Ja, finde ich schön. Das finde ich cool. Achso, was man noch erwähnen sollte, was wir auch noch gesehen haben. Wir waren Freitagabend, waren der Dan und ich noch auf dem Fantasy Flight Event zu Star Wars Unlimited, ne? Zu dem Trading Card Game, zu dem neuen, was nächstes Jahr im März kommt. Das durften wir uns auch 1,5 Stunden lang pitchen lassen, nennen wir es mal. Und dann auch nochmal anspielen. Also das war noch ganz witzig, muss ich sagen. Und? Ja, was soll ich sagen? Also mir hat Spaß gemacht. Ist deutlich weniger komplex als Magic, Stand jetzt. Aber ist ja auch wieder erste Edition, ist ja auch komplett neu. Gefällt mir besser als Lorcana. Das kann ich sagen. Aber das liegt aber auch daran, dass ich einfach ein bisschen mehr in so einem Spiel brauche, als Lorcana mir bieten kann. Stand jetzt zumindest. Ne? Aber ansonsten, nee, war ein guter Tipp. Also wenn man Star Wars mag und Trading Card Games mag, dann sollte, ich glaube, dann ist es schon ein Blick wert. Ein Blick wert. Tatsächlich. Okay. Ja, also muss man ja immer für sich selber entscheiden, ne? Also Trading Card Games sind halt Trading Card Games, ne? Und das ist halt, weißt du, wenn schon Leute stöhnen, wenn ich 10 Euro mehr für ein Spiel ausgeben muss oder ein Living Card Game, fange ich gar nicht an, ist ja ein Geldgrab, dann lass die Finger davon. Dann kann das ja gar nichts sein. Ne? Das ist ein Geldgrab. Und es bleibt. Trading Card Games bleiben auch Geldgräber. Es ist wie das. So. Aber egal, hat mir trotzdem gut gefallen. Was soll ich sagen? Ja, wie denkst du? Was sagst du? Gibt es für dich ein Fazit zu den 5 tollen Tagen? Es war wieder eine wunderschöne Messe. Gute Stimmung. Ja. Schon, ne? Mir persönlich, was soll ich sagen? Mir persönlich, ich bin total glücklich, dass ich tatsächlich ein Spielekind habe. Ja, das ist viel wert. Ja, wenn du einen fast 5-Jährigen mit auf die Messe nimmst und eigentlich in deinem Kopf mit einem halben Tag rechnest, weil das Kind dann sagt, es kann nicht mehr, weil zu viele Eindrücke. Naja. Ja, du dann um 2 fragst, wollen wir mal nach Hause, ne? Ist spät. Nein, Papa, wir müssen noch spielen. Dann. Stunde später, nein, Papa, wir müssen noch spielen. Ja, ja, sehr gut. Ja, aber das ist doch geil. Ja, ich finde das geil. Dann steht er vor Spielen. Da bei Planta Nuvo haben wir, hat er sich da, die hatten so 2 Sessel aufgebaut. Hat er erstmal gesagt, ich mache jetzt hier Pause. Das ist hier ganz bequem. Sessel gesetzt, Pause gemacht. Und dann stand das Tinderbox da auf dem Tisch, ne? Mhm. Und hey, Papa, können wir das spielen? Ich so, ja, aber dann aber nicht an diesen kleinen Tisch, dann setzen wir uns da rüber. Und dann hat uns da einer vom Stadt nochmal kurz das Tinderblocks erklärt, ne, nochmal so grob. Das hatte ich ja schon mitgekriegt auf dem Meet and Play, wo du das da mitgespielt hattest. Hattest du mitgespielt? Ja. Ja, habe ich. Ja, du hast auch großartig. Genau, ja, genau. Und ja, dann hat er da angefangen, halt Tinderblocks zu spielen.
Und hat sich gar nicht so dumm, hat sich auch gar nicht so ungeschickt angestellt, ne? Und ich frage mich ehrlicherweise wieder, warum ich das nicht gekauft habe, ne? Ich depp. Im Nachhinein ärgere ich mich. Supporter halt um uns rumstehen, die die das so lustig fanden, wie er da gespielt hat, ja. Und ja, und dann ging er danach gegenüber zur schräg gegenüber zu so einem Stand. Da stand irgend so ein Taktikspiel mit Flugzeugen. Stellt sich mit verschränkten Armen davor. Papa, können wir das jetzt spielen? Und so hier, das ist ab 14. Wie alt bist denn du? 4. Ja, dann spielen wir das wohl noch nicht. Dann kommen wir in 10 Jahren wieder. Das ist fair. Und vor allen Dingen sagt er tatsächlich, dass, ne, denkst du, ey, du hast es jetzt nicht wirklich gerechnet oder für dich im Kopf gezählt. Es war im Moment Pause, bis er mir das gesagt hat, ne, aber. Ah, geil. Ist auch ein tolles Erlebnis. Du denkst so, ey, dein Kopf müsste eigentlich voll sein. Du erzählst mir gerade trotzdem noch sowas. Und ja. Ja, voll cool. Finde ich geil. Also der Nachwuchs ist schon gesichert, dass er nächstes Jahr wieder auf die Messe möchte. Mal gucken, ob das ja, ist doch stark. Ins Teenager-Alter so hält, diese Faszination, oder? Ah, ich weiß nicht. Wenn man damit so aufgewachsen ist, geht das, glaube ich. Dann ist es trotzdem natürlich ein bisschen weniger, ne? Aber ich glaube trotzdem, so, wenn ich könnte mir vorstellen, wenn Kinder wirklich so erzogen worden sind mit viel Spielen, so dass man Spiele auch nicht unbedingt immer aus dem Auge verliert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich sag mal eine Pause so, geben. Er muss hier ja nicht spielen. Nö, das nicht. Ne? Ich glaube also auch, dass eine Spiele Pause geben wird. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du nicht irgendwie sagst, so ja, sonntags ist Familienspielen, da musst du mit uns spielen, damit wir was zusammen machen. Ja, das will auch keiner. Das gespielt wird, wenn er spielen möchte. Und ja. Ja, vor allem, wenn du 14, 15 bist. Erzähl mal deinem Sohnemann dann, sonntags ist hier Familienspieletag. Was meinst du, was der Bock hat? Und ich erzählt bin ja dir was. So froh, dass ich mein Versprechen halten konnte, zumindest in Teilen. Also zum einen habe ich versprochen, er kriegt Pokémon-Karten. Haben wir geschafft. Wir waren die Ersten am Spiel, wir waren die Ersten in der Reihe. Bedingt natürlich, dass wir früher rein konnten. Er wollte auch um 21:45 dann nicht mehr weg. Nein, Papa, dann sind wir bestimmt nicht mehr Erster. Stimmt ja auch. Ja, wir hätten, glaube ich, noch 10 Minuten durch die Halle gehen können und wären immer noch Erster gewesen, bis die Tore aufgemacht hätten. Und zum anderen habe ich mir versprochen, dass ich mit ihm ein Mieps bemale. Hast du das gemacht, tatsächlich? Ich wollte es machen. Nur manchmal denke ich ja nicht so richtig gut in die Zukunft. Und dann hatte ich natürlich so in meinem Kopf so, ja, machst du als Letztes, ne, nimmst du mit nach Hause und alles, ne? Ja, und dann kam mir halt um 4:45 an dem Stand da an und die waren schon alles am Zusammenpacken. Ja, okay, es war kurz vor Messeschluss, ne? Ja, 4:45 halt. Und denkst dir, eigentlich geht die Messe noch eine Stunde. Oder knapp. Aber haben wir gedacht, so, ja, okay. Macht ja eigentlich Sinn. Weil bis du die Figur gemalt hast und sie getrocknet ist, ist halt nicht 6. So gefühlt. Nee, richtig. Dann sitzen die Leute noch und die machen ja einen relativ klaren Kehr aus dann auch, ne? Ja, genau. Naja, das stimmt schon. War es mal alles gut und ich habe mir nur gedacht so, du hast ihm diese Figur versprochen, ne? Kind ist durch, jetzt kippt bestimmt gleich die Stimmung. Ist dann ja leider bei Kindern oft so. Und was passiert? Der Mitarbeiter, ich glaube Engländer waren es, die es da betreut haben, sah Quentin und sagte, für dich habe ich noch genau einen Mieps behalten. Wirklich so. Holte die Figur aus seiner Tasche und sagte dann, jetzt brauchst du noch Farben, ne? Welche Farben sollen denn dein Mieps bekommen? Da habe ich auf Englisch gesagt, ja, am liebsten die halt vorgesehen sind. Dann holte er die Vorlage und hat alle Fläschchen zusammengesucht mit den Farben, die man braucht und gesagt, hier, nimm mit. Ja, stark. Sind halt, die haben halt ihre ganzen angefangenen Fläschchen da quasi an die Modellbauer dann verschenkt noch, ne, weil kannst du eh nicht mehr verkaufen. Nee, vor allen Dingen ist das ist bares Geld. Die sind ja gar nicht mal so, also die sind jetzt auch nicht irrsch nicht teuer. Nein, ach, aber so eine bare Farbe Geld geht's ja gar nicht. Aber das war halt kostet so. Kostet 2,50.
richtige Ort zur richtigen Zeit, ne? Da habe ich da so die 8 Fläschchen für die Farben zusammengesucht, hat die hingestellt, ne? Meinte, dann malt euch den zu Hause ganz in Ruhe an. Ja, aber war total nett, finde ich super. Ja, die müssten das sonst, die würden es sonst wegschmeißen. So eine halbvolle Flasche nimmst du nicht wieder mit nach Hause. Nee, wahrscheinlich nicht. Also. Ja, trotzdem müssen sie ja trotzdem nicht machen, weißt du, was ich meine? Nein, natürlich. Ich fand das auch total süß, wieder so direkt aus der Tasche, ne? Ich habe einen für dich aufgehoben. Das finde ich stark, auf jeden Fall. Und ja. Da war die Welt dann in Ordnung, ja. Und die Messe auch zu Ende, ne? Ja, fast. Ja, krass. Ja, cool. Aber es also war wieder ein tolles Erlebnis. Fand ich auch. Also es ist immer wieder schön, die Messe so zu erleben. Natürlich ist es irgendwie auch so eine Kaufrauschmesse irgendwie, ne? So Fear of Missing Out, bestimmt das Handeln. Aber irgendwie gehört das auch alles dazu. Ich finde, das ist, auch wenn Leute das mal verteufeln und, oh nein, da wird immer gekauft. Ja, aber es macht ja auch Spaß, sich da ein Spiel zu kaufen. Sind wir doch mal ehrlich. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ist doch geil. Du willst nicht mit einer leeren Tasche von der Messe gehen und sagen, nein, willst du eigentlich ja, die Spiele kriege ich doch später auch noch. Was ist das denn? Nee, also sorry, man. Also bei allem, was recht ist, das will man nicht. Genau. Ja, Fear of Missing Out habe ich so ein bisschen mittlerweile abgelegt. Das war in anderen Jahren tatsächlich auch deutlich schlimmer bei mir, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, bei mir auch. Aber dieses Jahr gab es ja auch nicht so einen Hype-Titel. Nee, selbst wenn. Man wirkt, glaube ich, ein bisschen reifer. Und vielleicht bin ich in der Hinsicht ein bisschen vernünftiger geworden. Sicherlich immer noch nicht so ganz, aber ne. Weil ich mag halt dieses Gesamterlebnis. Auch dieses, das ist tatsächlich eine Messe auch, wo ich es immer genieße, dass es egal ist, wo du herkommst, egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst, dass halt die gemeinsame Sprache das Spielen ist, ja. Ich bin ja sonst auch super weltoffen, aber da ich genieße das einfach, wenn du dann mit 3 verschiedenen Nationen am Spieletisch sitzt und sich zum Teil mit Händen und Füßen über die Regeln verständigt, aber am Ende trotzdem einfach Spaß daran hat, ja. Aber im Endeffekt ist es doch so. Das klingt jetzt super abgedroschen, aber das ist so. Es ist einfach so. Und genau so funktioniert das da. Ist egal, ob du dann, vor allem auch das Alter, ne, da sitzt du mit Leuten verschiedensten Alters und Couleur am Tisch und alle haben einfach nur Bock auf dieses Spiel. Da gibt es keine Diskussion, wenn mal jemand am Tisch ist, der das Spiel immer nicht so gut versteht, ja. Weil, klar, man überschätzt sich auch mal, wenn man was Neues kennenlernen möchte. Und einfach so dieses. Auch halt, auch bei den Verlagen ist es halt toll, dass du eben nicht nur das siehst, was du im Spielwarenhandel ständig im Regal stehen siehst. Ja, das ist einfach. Es ist halt so ein Gesamterlebnis, was einfach das Messe als Spielefan zu einem Erlebnis macht. Und ja, wir können uns darüber beschweren, dass es voll war, dass es an bestimmten Stellen Chaos gab, aber mit Gräuel geht doch keiner nach Hause. Alles egal, natürlich nicht. Will auch keiner und dafür gehen wir auch nicht dahin. Ne? Wir wissen auch immer, dass es voll wird. Ne? Ja, das weiß man doch einfach. Also wer sich darüber wundert, der weiß ich auch nicht. Ja, was soll ich sagen? Ja. Nee, fand ich auch. Es war einfach eine geile Zeit. Das ist immer wieder komisch, wenn man montags irgendwie wieder anfängt zu arbeiten und denkt so, irgendwie, weiß ich nicht, was fehlt jetzt hier wieder, ne? Dann ist irgendwie, wenn der Alltag einen dann so wiederholt, das wirklich, du vergisst ja die Zeit, wie viel Uhr ist es, welcher Tag ist heute eigentlich? Das merkst du auf dieser Messe irgendwie gar nicht. Auf einmal ist abends. Ja, und wenn es plötzlich um einen wieder so ruhig ist, ne? Nicht dieser ständige Messe. Ja, das ist eigentlich auch mal ganz angenehm, ehrlicherweise, aber trotzdem. Der Tag geht so schnell rum auf dieser Messe. Ja. Das ist so krass. Ne, auf einmal guckst du, gehst rein, denkst, oh geil, 10 morgens irgendwie. Du guckst nächstes Mal auf die Uhr, 14.30 Uhr. Oh, scheiße. Da denkst du schon so, wo ist die Zeit hin? Was hast du eigentlich gemacht? Du bist ja eigentlich nur von da nach da, hast du das erledigt? Und dann, oh Mann. Und eigentlich ist gleich schon Schluss hier. Ja, nächstes Mal guckst du auf die Uhr, 17.30 Uhr. Ja, Heidewitzka. Ja, das ist wirklich so. Also, schon krass, wie schnell da die Zeit vergeht. Ja. Na gut, bevor wir den Deckel drauf machen, ne? Ja. Müssen wir noch eine Sache machen. Was denn?
in Vorbereitung auf unsere nächste Folge, die ja so wie es momentan geplant ist, unser Knizia oder nicht Quiz wird. Mhm. Und bei dies und das, dann ist die liebe Kerstin ja 5 Spiele genannt. Ja, habe ich die du lösen gesehen. Sollst. Ah, da habe ich noch nicht drunter geschrieben. Wollte ich eigentlich schon gemacht haben. Das ist ja nicht so schlimm. Sie kann da jetzt hier nachholen, weil du sagst mir jetzt, Eketorp, Knizia oder nicht? Was für ein Ding? Eketorp. Eketorp. Ja, ich habe die Titel, habe ich extra nicht nachgeguckt, weil, also Eketorp habe ich noch nie von gehört. Ja, keine Ahnung, was für ein Spiel ist. Da ich aber von den 700 Knizia-Spielen genau von wahrscheinlich 650 Spielen auch noch nie gehört habe, die der gemacht hat. Warte mal, würde ich mal auf die Bank setzen? Muss ich mir gleich was überlegen. Eketorp heißt das. Okay, sag mal das nächste. Das nächste ist Zombie Mania. Das ist kein Knizia. Das ist ein Knizia. Shit. Warum hat der Zombie Mania gemacht? Ja, warum nicht? Ein Zombie Fighting Board Game. Nee, wer kennt's nicht? Mit Würfeln. Kenne ich nicht. Okay, fuck. Erschien bei Noris. Warte, kenne ich wirklich nicht. Okay, hätte man vielleicht kennen können, aber. Okay, alles klar, erster Fail, alles klar. Mhm. Drittes Spiel. Das dritte Spiel ist Get a Letter. Ein flippiges Ratespiel für flinke Dinger, erschienen bei Winning Moves. Ja, was ist fünfte? Sag mir auch mal schnell. Ach, das war das dritte. Ich kann doch nicht mehr richtig zählen. Das vierte ist das Spiel Yang C. Yang C? Hm. Hab ich schon mal gehört, glaube ich. Und so, das fünfte auch noch, dann sage ich was dazu. Ein Piatnik-Spiel und das fünfte ist Lama Party Edition. Nee, Lama war nicht von dem, oder? Lama von Knizia? Nee. Ehrlich? Boah, weiß ich nicht. Lama. Knizia oder nicht? Das wär schon peinlich, dass man das nicht weiß. Das gibt's doch einfach nicht. Lama. Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Ich hoffe, unsere beiden Kandidaten hören auch zu. Doch. Lama ist von Knizia. Das ist bestimmt, also Lama sage ich ja. Ja, Lama Party Edition. Das muss von ihm sein. Von Knizia, das ist richtig. Ja. Okay, check, das ist gut. Das komische chinesisch klingende ist, sag ich mal, wie heißt das nochmal? Yangtze. Gefühlt habe ich das schon mal gehört. Aber das heißt nichts. Da sage ich mal nein. Doch, das ist auch von. Hat ja nur Knizia-Titel hingelegt? Dann sage ich jetzt überall ja. Nein. Du bist ja schon. Ich habe schon 3 von 5 Fall. 3 von 5, zweimal. Ja. Schon, dann sind die anderen beiden keine Knizias. Da liegst du jetzt richtig mit. Get a Letter ist sogar uncredited und Eketorp ist von Dirk Henn. Okay. Das war aber eine Metagame-Entscheidung. Weil wenn die anderen 3 Knizias waren die anderen beiden wahrscheinlich keine. Aber hätte ich nicht sagen können, ja, Lama, boah, hätte ich mal aufkommen müssen, ne? Also Lama kennt man ja schon. Ja, tatsächlich. Aber ich, Zombie Mania hätte ich jetzt auch nicht. Entschuldigung. Das wäre der erste, den ich ausgeschlossen hätte. Alleine, weil so, obwohl der hat ja auch hier das Siege of Rune da gemacht, ne? Das passt irgendwie auch nicht zu dem und trotzdem ist das, was heißt, passt nicht zu dem, kann man auch nicht sagen, ne? Also irgendwie ist der Mann ja einfach, der macht einfach alles. Ja, du weißt halt auch nicht, ob da das Ding als Zombie Mania gepitcht hat. Oder ob der Verlag da Zombie Mania draus übrigens gemacht hat, ne? Auf Englisch bei den Trick or Treat Studios erschienen. Witzig. Sehe ich gerade da, wo du. Dann war es Zombie Mania. Weil, ja, da habe ich hier das Texas Chainsaw Massacre angespielt. Was immer ein sehr lustiges Spielchen war. Hat mir auch gut gefallen. Allerdings muss ich sagen, also ich meine, ich weiß, ich gebe sehr viel Geld für Kickstarter und so ein Kram aus, aber das hat 60 Euro gekostet, das wollte ich dafür nicht ausgeben. Sonst wäre das irgendwie so ein, wäre das deutlich günstiger gewesen, 40 Euro oder sowas hätte ich mir vielleicht schon überlegt, es mitzunehmen.
Na egal. Ja, okay, dann habe ich das ja schon mal vergeigt, ne? Obwohl, naja, gut, aber da hatte ich 3 von 5 richtig. Ist ja okay. Immerhin. Na also. Es wird spannend in unserer nächsten Folge. Das sage ich dir aber. Junge, Junge. Ich finde es ja schon so gut, dass wir dieses unterhaltsame Quiz starten. Ja, Gott sei Dank, ich habe da auch Bock drauf. Es wird sehr geil. Auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock. Ja, ich werde euch zeigen, wenn ich das drauf habe. Wenn das gut funktioniert, Meet and Play 2000 und also 2024. Ja, richtig. Ein großer Challenge. Da müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Aber gut, kriegen wir hin. So, Mädels, es ist soweit. Wir haben jetzt 2 Stunden über die Messe geredet. Eigentlich haben wir das nicht. Wir haben 1,5 Stunden über die Messe geredet. Aber ich glaube, das war auch ein guter Überblick. Und ich Fazit ist ja einfach, es war wieder geil und eigentlich könnte es morgen wieder losgehen, oder? Es ist weniger als ein Jahr, was wir noch warten müssen. Eben, voll gut. Kein Jahr mehr. Ja, stell dir vor, es wäre in den Ferien, wie es eigentlich die letzten Jahre immer war. Da müssten wir doch über ein Jahr warten. Ja, uiuiui, stell dir mal vor, ey. 3. Oktober fängt ja diesmal an und das ist außer der Ferien und direkt auf dem Feiertag. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Das wird wahrscheinlich für den einen oder anderen Besucher mehr sorgen. Hm. Am Donnerstag zumindest. Wir werden es erleben. In nicht mal einem Jahr wissen. Genau. Aber was denn, in 2 Wochen wissen, wie gut ich mir Knizia schlage, beim Knizia treffen, beim Knizia Quiz. Und das ist auch schon mal viel wert. Das überbrückt ja schon eine ganze Menge Zeit bis zur Messe. Ja, dann ist das ja gar nicht mehr so weit. Und dann ist nee, ja auch eben, dann sind schon wieder 2 Wochen näher dran. Genau, und dann ist ja auch schon bald Ratinger Spieltage, Spiel doch, und dann ist schon wieder Oktober. Ja, ehrlicherweise, das geht schnell. Die Spieldoch kommt mir auch nicht so lange weg vor. Ist ja auch noch nicht mal ein halbes Jahr, doch knapp ein halbes Jahr. Ja, genau, also ein halbes Jahr schon her, ne? Und ich weiß trotzdem noch ganz genau, wie es da abging. So, also ja, gut, aber trotzdem, es kommt mir nicht so lange vor. Aber es ist ja schön, es ist immer was zu tun, es ist immer was los in der Spieleszene, sag ich mal, und das ist auch nice. Ja. So, Micha, aber ich glaube, dann ist alles gesagt für heute. Ja. Dann war es mir wieder ein Fest. Genau, das Möbelstück mit 4 Buchstaben ruft. Das ist richtig, ist ja auch schon wieder spät. Und dann würde ich sagen, freue ich mich wirklich aufs nächste Mal. Es war wieder geil. Und wenn ihr irgendwie die Messe fandet, dürft ihr natürlich gerne in den Kommentaren hinterlassen. Dürft auch gerne uns positiv bewerten und weiterempfehlen. Und damit ganz viel mehr Menschen noch zuhören, die noch nicht zugehört haben und so weiter. Genau. Dann machen wir Deckel drauf. Jo. Bis denn. Alles klar, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.